isolated. So, jetzt, schön, dass wir jetzt alle schon wieder an unserem Plätzen sind. Das ging jetzt super flott. Ich habe jetzt die Aufgabe, noch ein bisschen zu erklären, wer wir überhaupt sind von UV. Ich bin ja ein Teil dieser wunderbaren Tribünenmannschaft hier, aber ich bin ja eben auch ein Teil von unserer Verfassung in Berlin, was ein Verein ist, mit einigen Aktivisten ausgerufen. Und ich habe es ja auch am Zettel schon geschrieben gehabt, aber um es mal ganz kurz und grob zu sagen, wir sind eine kleine Truppe von Leuten, die das Grundgesetz zur Verfassung erheben will, egal ob man das jetzt schon als Verfassung betrachtet oder nicht, spielt dafür gar keine Rolle. Es ist eine Möglichkeit, politisch tätig zu werden, indem wir das Grundgesetz dazu machen, also zu unserer Verfassung, dem, was damals ausgeblieben ist bei der Wiedervereinigung, wo eigentlich jeder drauf gewartet hat, was halt nicht passiert ist. Und das ist zum einen, indem wir mit künstlerischen Aktionen die Wald böse macht, die auch provokativ sind, wie dieser Artikel 20 hier, auf das Problem des Grundgesetzes hinweisen, dass es nämlich im Feuer liegt und wir würden es wahnsinnig gerne da rausholen und retten. Und das andere ist, dass wir eine Abstimmungsseite haben, auf der man genau das tun kann, nämlich für das Grundgesetz als unsere gemeinsame, politisch von uns bestimmte, aber eben auch rechtlich, Verfassung zu stimmen, mit so einem kleinen Dreh drin. Im Grundgesetz steht ja schon drin, in Wahlen und Abstimmungen üben wir unsere demokratischen Rechte aus. Jetzt haben wir aber keine Abstimmung. Wie kriegen wir die da rein? Naja, es gibt tolle Überlegungen, wie man die machen könnte, die Abstimmungen. Das ist von der Demokratie. Und diese Formulierungen haben wir genommen und haben die da reingestellt und haben gesagt, wir stimmen jetzt oder wir geben allen die Möglichkeit, über das Grundgesetz als Verfassung abzustimmen, indem wir diese Formulierungen noch einfügen, was ja nicht grundgesetzwidrig ist, weil es steht ja schon drin in Wahlen und Abstimmungen. Und dann noch dieser kleine Dreh, der sich aus der Logik eigentlich selber ergibt. Ich meine, jedes Volk kann sich eine Verfassung geben, wann immer es will. Und wenn es das tut, ist es irgendwie nur zu logisch, wenn man dann sagt, okay, man schreibt da auch gleich noch rein, ein Parlament kann sich nicht mehr nehmen, sondern nur noch das Volk kann die Verfassung ändern. Der Sinn des Ganzen ist, dass wir überhaupt erstmal in die Position kommen, was zu tun. Es ist ja vorhin angeklungen, wie schaffen wir es, an der Politik quasi oder gegen die Politik anzukommen? Gar nicht. Aber wir könnten an der Politik vorbeigehen, indem wir sowas machen. Wenn wir jetzt irgendwie eine verfassungsgebende Versammlung machen, wie sollen wir das machen in Deutschland? Vor allem, dann steht unser Grundgesetz zur Disposition. Dann sind die dran, die mehr Medienmacht haben und können da reinkommen. Wenn man mal hergeht und das Grundgesetz selber so, wie es ist, nimmt und seiner Ewigkeitsgarantie mit den Artikel 21 auch entspricht, das wir ja auch haben möchten. Wir möchten jetzt genau den Teil erhalten. Und dann könnte man das an Politikern vorbei machen und rein rechtlich formal betrachtet, in dem Moment, wo die Hälfte der bundesdeutschen wahlberechtigten Bevölkerung dafür stimmen würde, hätten wir das. Dann hätten wir die Macht, etwas zu tun. Und dann hätten wir auch die Macht, Sachen zu ändern, im Sinne von Herrn Gebauer, die Würde jedes Menschen da reinzuschreiben. Und der Gedanke ist überhaupt nicht nationalistisch in dem Sinn, sondern es geht uns darum, das, was wertvoll am Grundgesetz ist, eben die Überlegung, die Menschenwürde allem anderen vorne ranzustellen, genau die in die Zukunft zu retten. Plus mehr Basisdemokratie eben zu ermöglichen. Alles andere kann man hinterher dann bereden, wie man dann die weitere Konstruktion macht. Und das ist unsere Idee, könnte auch nach Europa ausstrahlen, indem in anderen Ländern diese Idee, wirklich nach der Menschenwürde zu handeln, auch mehr Anklang finden würde und dass das eben das Wichtigste ist, das Verbindende, was uns alle verbindet und eben nicht, was uns trennt. Und auf diesem Hintergrund, als ich dann mich mit Ulrike Gero und dann noch mit seinem Buch beschäftigt habe, bin ich drauf gekommen, dass die beiden eigentlich ein ganz interessantes Podium ergeben würden mit Ralf Böß von uns, weil sie haben ja ähnliche Ansätze mit dem ins Kleine gehen, die Europa der Regionen. Andererseits Frau Gero mit dem in das Große, mit Europa weiterhin im Blickwinkel haben wir auch, aber nicht im Sinne von, dass wir jetzt in Europa sofort so vorstellen, sondern eher das Ausstrahlen, von unten her ausstrahlen. Ja? Und die Ideen von Herrn Gebauer, das Grundgesetz so zu achten und fortzuentwickeln, wir sagen auch immer, das Grundgesetz muss man fortentwickeln. Unsere Idee wäre anschließend, wenn wir das denn in Händen hätten und die Macht dazu hätten, in einer verfassungsklärenden Versammlung, das ist unser Vokabel dafür,
das Grundgesetz durchzuarbeiten und das, was seit seiner Entstehung an Negativen reingekommen ist, vielleicht auszuräumen und das, was einfach nicht mehr passt oder halt eben, wo die Zeiten sich geändert haben und neue Formulierungen rein müssten, die dann eben eingearbeitet werden könnten. Ja. Jo, und das Ganze finden Sie auf unserer Webseite, die heißt wie wir, unsere Verfassung, also www.unsereverfassung.de, und jetzt will ich gar nicht länger mit dem Thema langweilen, dass klar ist, wie es, woher die Idee kam, jetzt hier dieses Podium zu bilden, und würde einfach gerne der Birgit Assel als Moderatorin die Runde hier übergeben. Und am Schluss haben wir dann wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Diskussion lebhaft werden zu lassen. Ja. Ja, ich freue mich sehr, heute diese Podiumsdiskussion leiten zu dürfen. Ist zu laut oder was? Okay, also ich kann jetzt auch flüstern. Okay, gut. Ja, freue ich mich sehr drauf und bin sehr gespannt und gerade auf die beiden. Jetzt geht gar nichts mehr, doch. Okay, und gerade, das sagst du so einfach, und gerade die beiden Vorträge, auch gerade von Ulrike und von Carlos, also wir haben uns geeinigt, dass wir du zueinander sagen, weil Carlos und Ulrike duzen sich sowieso, ich duze mich mit Ralf, und dann gibt es irgendwie so ein komisches Durcheinander, wenn wir dann auf einmal sie zueinander sagen. Und Ulrike weiß das jetzt nicht, aber wir hatten uns ja eh schon geduzt, aber mit Carlos hatte ich das abgesprochen, genau. Und insofern, ja, bin ich ganz gespannt, und ich bin ja jetzt nicht von Beruf aus Moderatorin, sondern ich bin Sozialpädagogin und Traumatherapeutin. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass ich jetzt hier mal in so einer Moderatorenrolle sitze. Ja, und ich beginne einfach mal mit Ulrike, mit so einer Vorstellung. Ulrike Gero, das wisst ihr alle, ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Sie folgt dem Wunsch nach einer europäischen Republik mit einer eigenen Verfassung. Ulrike wurde 1964 im Rheinland geboren. Ihre Mutter, die in Schlesien das Licht der Welt erblickte, musste als Kind mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern vor den Russen fliehen. Flucht und Vertreibung ist immer mit dem Verlust von Heimat verbunden und hinterlässt Spuren in der Seele. Die Familie landet im Ostsektor in Delitzsch, der damaligen DDR. Der Vater ihrer Mutter, also der Großvater von Ulrike, wurde im Krieg schwer verletzt. Beide Unterschenkel mussten amputiert werden. 1953 glückte die Flucht durch einen Coup des Großvaters in den Westen in ein Flüchtlingslager in Krefeld. Für die Mutter von Ulrike war das wie ein zweiter Heimatverlust, weil sie in der DDR als Arbeiterkind gefördert und unterstützt wurde. Das hörte im Westen auf, weil auf einmal Schulgeld bezahlt werden musste, was sich die Familie nicht leisten konnte. Der Vater von Ulrike wurde 1937 im Rheinland geboren und gehörte ebenfalls zu den Menschen, die ihre Kindheit im Krieg verbrachten. Sabine Bode hat das wunderbare Buch geschrieben, Die vergessene Generation. Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Dort im Rheinland lernten sich dann die Mutter und der Vater von Ulrike bei den damals üblichen Tanzteenachmittagen kennen. Und so wurde Ulrike 1964 geboren. Die Mutter blieb immer ein Flüchtlingskind in der Familie des Vaters und konnte sich mit der sogenannten rheinischen Frohnatur nie so wirklich anfreunden. Carlos Gebauer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht und Publizist. Carlos wurde ebenfalls 1964 geboren. Seine Eltern waren zu Kriegsbeginn keine Kinder mehr, sondern junge Erwachsene. Seine Mutter wurde 1926 geboren und sie hat als 19-Jährige den Bombenkrieg über Düsseldorf in einem Luftschutzbunker erlebt und überlebt. Und Carlos sagt, mit 19 Jahren war sie schon zweimal ausgebombt. Sein Vater wurde 1924 geboren und wurde mit 19 Jahren nach Russland geschickt. Im Krieg wurde er mehrfach schwer verwundet. Er war dann nach 3 Jahren in russischer Gefangenschaft. Und die vielen Narben an seinem Körper haben Carlos fasziniert. Carlos sagt, sein Vater wäre wie ein Frack durchs Leben gegangen. Seine Großväter haben 2 Weltkriege überlebt. Ralf Böß ist Menschenrechter, Philosoph und Publizist.
Ralf wurde 1957 geboren. Sein Vater ist Jahrgang 1922 und war im Krieg erst auf der Krim und dann im Kessel von Stalingrad. Sein Vater hat ihm erzählt, dass er den Krieg nur überlebt hat, weil er sich seiner geistigen Führung anvertraut hat. So bekam er die Botschaft, obwohl er gesund war, ein Lazarett aufzusuchen, und der Arzt stellte bei ihm eine vermeintliche Gelbsucht fest. Und er konnte mit dem letzten Lazarettzug den Kessel von Stalingrad verlassen. Wie der Arzt auf diese Diagnose kam, blieb für seinen Vater bis zu seinem Lebensende ein Rätsel. 1953 floh Ralfs Vater mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder aus der DDR in den Westen. Seine Mutter wurde 1928 in Bayern geboren und wurde als junges Mädchen ins Rheinland geschickt, wo sie der herrschsüchtigen Großmutter auf dem Weingut helfen musste. Sie hatte mehr unter der Herrschaft der Großmutter gelitten als unter den Wirren des Krieges. Beide Elternteile haben den Krieg unversehrt überlebt, wenn auch sicherlich nicht ganz ohne seelische Wunden. Ralf sagt, was ihn wirklich nachhaltig verzweifeln ließ und seinen Glauben an den Staat schwer erschütterte, war die Situation, als er 1990 für seine schwerkranke Lebensgefährtin und seine viel zu früh geborene, auch schwerkranke Tochter sorgen musste und ihm jegliche staatliche Unterstützung verweigert wurde. Er wurde als Arbeitsverweigerer behandelt und entsprechend sanktioniert. Es wurde ihm gesagt, seine Lebensgefährtin solle ins Krankenhaus gehen und seine Tochter solle in ein Heim. Das war ein so großer Schock für ihn, der ihn, so seine Vermutung, zu einem Menschenrechtler werden ließ. Ohne Rücksicht auf Leib und Leben setzte er sich dafür ein, dass die Hartz-IV-Gesetze mitsamt den menschenunwürdigen Sanktionen vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe neu verhandelt werden, was ihm auch gelungen ist. Unsere Biografien prägen unsere Identität und lassen uns zu den Menschen werden, der wir heute sind oder die wir heute sind. Wenn ich mich hier im Raum umschaue, sehe ich nur wenige junge Menschen. Vielleicht hebt mal jemand die Hand, der nach 1980 geboren ist. Ah, okay, das gibt jemand. Es ist in der Hauptsache die Generation der Kriegskinder und der Kriegsenkel, die sich für die Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben einsetzen, und das nicht erst seit der Corona-Krise. Kurz nach dem Krieg, also 1949, wurde das Grundgesetz unter Aufsicht der Alliierten in Westdeutschland verfasst, um einen vorläufigen Gesellschaftsvertrag zu entwerfen, der für ein zukünftiges Zusammenleben in Frieden und Freiheit sorgen sollte. Deutschland war zu der Zeit noch geteilt und es konnte daher keine gesamtdeutsche Verfassung geben. Deshalb wurde der Artikel 146 mit in das Grundgesetz geschrieben. Und genau um diesen Artikel soll es heute hier in dieser Podiumsdiskussion gehen. Und jetzt kommt meine erste Frage. Liebe Ulrike, lieber Carlos, lieber Ralf, welche Bedeutung hat der Artikel 146 heute, nachdem Deutschland wieder vereinigt ist und das Grundgesetz für die meisten Menschen eine gültige Verfassung ist? Ulrike, magst du versuchen? Ich würde lieber den Juristen okay. vorangehen, aber... Also ich finde, das ist eine so herausfordernde Frage, dass ich, die Frage ist so herausfordernd, dass das im Grunde nur ein Menschenrechtler war. Also Carlo Schmidt hatte das Ideal einer Verfassung, was sich sehr unterscheidet von dem, was ein Grundgesetz ist. Und er hatte das Ideal der Verfassung. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Ich wiederhole es einfach, damit man es nochmal hört. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte, da steht Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, gebrachte, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung eines Volkes, der Freiheit eines Volkes. Das war das Ideal von Carlo Schmidt und das war 1948, 1949 unmöglich, in dieser Form eine Verfassung zu machen. Die Amerikaner wollten oder die Westmächte wollten, dass wir eine Verfassung machen. Und Carlo Schmidt hat gesagt, unmöglich, die haben Allmacht. Wenn wir da irgendwas reinschreiben, was denen nicht passt, dann wird das gelöscht. Wir müssen alles mit ihnen abringen, jeden einzelnen Punkt. Und hat gesagt, wir können keine Verfassung machen, wir können nur die Ordnungsstruktur für einen besetzten Bereich machen. Und das nannte er Grundgesetz. Und weil das so ist, hat er vorne drauf geschrieben, es steht heute zum Beispiel auf dem Grundgesetz nicht drauf, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, es steht auch nicht drauf, Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, es steht drauf,
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist was anderes als ein Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und im letzten Artikel steht, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, in dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das war das Ideal der Mütter und Väter des Grundgesetzes. Damit ist der Rahmen des Grundgesetzes gesetzt, dass es noch keine Verfassung ist. Und jetzt muss ich da gar mal ganz vorsichtig trotzdem was Einschränkendes sagen. Unsere Politiker, unsere Richter, unsere Juristen, unsere Polizei und so weiter sehen das Grundgesetz als Verfassung. Und das ist richtig so. Weil sie sind verfasste Gewalt. Im Rahmen der Verfassung haben sie ihren Wirkungsbereich festgelegt bekommen. Sie sind verfasste Gewalt und es ist gut, wenn unsere Politiker, unsere Richter, unsere Polizisten und so weiter das Grundgesetz als Verfassung betrachten. Das wird auch allgemein so bezeichnet. Das Grundproblem ist, warum halten sie sich nicht dran? Die Frage steht dann an der Stelle. Aber für das Volk selber, das Volk ist die verfassungsgebende Gewalt, sehe ich das Grundgesetz nicht als Verfassung, weil wir haben es noch nicht entschieden. 1989 war die Frage da, ob wir es machen. Die wurde dann, ich will mal sagen, aus verständlichen, aber dann auch aus unverständlichen Gründen zur Seite gelegt. Und die Frage steht offen, vor allen Dingen steht sie deswegen offen, aus meiner Sicht, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Politiker sich hinten vorne nicht mehr darum scheren. Also die sind sehr weit weg davon, die Menschenrechte ins Zentrum zu stellen ihrer Politik. Und zwar die Abwehrrechte überhaupt noch wahrzunehmen. Und sie sind sehr weit weg davon, echte Demokratie und echten Rechtsstaat überhaupt in irgendeiner Weise noch repräsentieren zu wollen. Und von daher sieht das für mich so aus, dass wir eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen betreiben wollen. Also tatsächlich die Sache, und zwar, dass die Menschenrechte im Zentrum stehen, Demokratie und Rechtsstaat im Zentrum stehen, und zwar so, dass das Volk das selber machen kann. Kein Elitenprojekt mehr. Ganz wichtiger Punkt für mich. Dann, weil die Eliten haben ihre Legitimation verloren. Jetzt hat ja Carlos, du hast ja gesagt, also das habe ich gehört, der Artikel 146 ist eine Öffnungsklausel für die Zukunft. Wer ist denn das gemeint? Naja, also wenn ich das Grund jetzt ja, so wie das im Wesentlichen ja richtig dargestellt worden ist, sehe als ein Konstrukt, das am 23. Mai 1949 zur Welt gekommen ist, weil das da beschlossen worden ist von irgendwelchen Leuten, die ich bisweilen spöttisch sage, in einem Zoo in Bonn, was ich aber hochsympathisch finde. Ja, deswegen mag ich die Bundesrepublik. Die Verfassung kommt aus dem Zoo, das Verfassungsgericht ist ein Theater gegründet worden in Karlsruhe. Das ist einfach super, weil das so lebensnah ist. Es ist nicht in irgendeinem Palast gebaut worden, sondern mitten in unserem Leben. Dann muss ich mir die Frage stellen, wo kommt das her? Und dann gibt es eben eine Präambel, die sagt, dass sich das deutsche Volk in seiner Verantwortung, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott die nachfolgende Verfassung gegeben hat, oder das Grundgesetz gegeben hat. Und das steht ganz vorne. Und hinten steht der Artikel 146. Und das ist kein Zufall, dass das genau so geschrieben ist, weil das eben eingebunden ist in die Welt. Es kommt von irgendwoher und nach hinten dynamisch, ist offen, wie es sich weiterentwickelt. Es lebt nicht in der Vorstellung, mit Ausnahme dieses Artikel 79 Absatz 3 mit der Ewigkeitsklausel, das ist ja vorhin auch schon angesprochen worden, Artikel 1 und 2, es lebt nicht in der Vorstellung, dass das jetzt das Ende der Geschichte ist, sondern das ist nach hinten offen. Und um auch das nochmal zu sagen, weil das der Punkt ist mit der verfassten Staatsgewalt, Vorsicht, 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 das Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind naturrechtliche Regeln, die ganz, ganz vorne ins Grundgesetz geschrieben worden sind, mit guter Überzeugung. Das ist damals diskutiert worden von den Verfassungsvätern und Müttern, weil sie gesagt haben, wo schreiben wir eigentlich die Grundrechte hin? Die bayerische Landesverfassung hat vorne nie stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern bei der bayerischen Landesverfassung steht in Artikel 1, die Landesfarben sind weiß-blau. Und dann steht erst in Artikel 106 fortfolgende der Grundrechtskatalog, weil die Bayern gesagt haben, als sie sich ihre Landesverfassung gegeben haben, müssen erstmal eine Staatsorganisation haben, damit wir wissen, wer wofür zuständig ist, damit wir dann die Grundrechte garantieren können.
Und das Grundgesetz hat genau einen anderen Ansatz gewählt und hat gesagt, wir fangen mit den naturrechtlichen Positionen an, die Grundrechte, die sind auch nicht disponibel, sondern die sind allenfalls einschränkbar durch Staatsgewalten. Und insofern ist es eine Anmaßung zu glauben, dass eine staatliche Institution einem Menschen diese Grundrechte wegnehmen könnte, weil der Mensch sie schon von Geburt an hat. Wir sind von Geburt an frei und frei geboren. 146 öffnet das nach hinten als einen dynamischen Prozess, dass wir darüber reden können. Und letzte Bemerkung dazu noch, in meinem Grundgesetztextlein habe ich mich auf den Standpunkt gestellt, alle die, die zu dem Zeitpunkt der Abstimmung hier sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befinden, sind, werden dürfen mit abstimmen. Ja? Da gab es dann böse Kommentarmeldungen, so nach dem Motto, das ist doch nicht das Volk. Ja? Dann habe ich wieder diese Diskussion. Ja. Aber also ich finde das ganz gut, wenn auch einer von irgendwo herkommt und wenn der hier lebt, dann sollte er auch mit abstimmen dürfen. Okay, ja, danke Carlos. Und Ulrike, du hast ja jetzt so die Idee oder auch die Utopie von einer europäischen Verfassung. Das geht ja dann noch über das Grundgesetz hinaus. Und für mich ist ja auch so die Frage, ich meine, wir merken ja jetzt oder haben das auch gemerkt, ich glaube, das ist nicht neu, dass auch schon vor den Corona-Zeiten, also das Grundgesetz, wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist unsere Verfassung, wobei das ja auch nicht wirklich abgestimmt ist vom Volk, da ist auch noch eine Frage, warum haben wir das eigentlich 1990 nicht gemacht, aber wenn sich da schon nicht dran gehalten wird, ja, und das war ja vor Corona-Zeiten auch schon so, dass da verändert wurde, reingeschrieben und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, das war ja mal die Idee von einer europäischen Verfassung. Aber wenn jetzt hier in diesem Deutschland oder überhaupt, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern sind, sich eigentlich noch nicht mal an diese Verfassung wirklich gehalten wird, ja, dann ist so die Frage, wie soll eine europäische Verfassung aussehen und könnte die sich vielleicht tatsächlich auch an dem Grundgesetz, wie wir es jetzt haben, könnte das Grundgesetz als Anleitung dienen, auch für eine europäische Verfassung, dass so die Menschenwürde eines jeden Menschen, wobei Würde natürlich auch immer zu diskutieren ist, ja, was ist Würde, es kann das so individuell bestimmt werden, ja, also wie wäre das dann mit der europäischen Verfassung, was ist da deine Idee? Also erstmal lege ich großen Wert darauf zu sagen, dass das jetzt nicht meine Utopie ist, sondern dass sich das europäische System cum gradusalis, also spätestens mal seit 2003, wo wir das ja versucht haben und einen Verfassungsentwurf hatten, an dieser Frage abarbeitet. Ja, dieser Verfassungsentwurf ist gescheitert, niederländisches Nein, französisches Nein. Dann wurde der Verfassungsentwurf sozusagen gerettet in den Lissabonner Vertrag, Integrationsverantwortungsgesetz und so weiter, alles super kompliziert. Aber warum wollten wir das denn machen? Und die Idee ist ja das, was ich eben ausgeführt habe, dass man schlechterdings nicht in einer europäischen Demokratie sein kann, von der wir ja immer denken, dass wir in einer solchen sind, weil wir ja die Europäische Union haben. Aber de facto haben wir nicht eine europäische Demokratie, sondern eine Konkurrenz aus Nationalstaaten, die über bestimmte Mechanismen, die wir EU nennen, in diesem EU-System sind. Ja? Und was eben genau fehlt, und das begründet ja das derzeitige Ressentiment gegen die EU, Nexit, Dexit, Frexit, Italexit und so weiter, ist halt, dass die Leute das Gefühl haben, es ist nicht demokratisch, was da passiert in Brüssel, weil es nicht den Gesetzmäßigkeiten folgt, wie wir das kennen aus dem Bundestag, sagen wir mal, ja, Gewaltenteilung, was auch immer, also das System in Brüssel ist ja ein Rat mit einer Kommission, mit einem Parlament, doppelte Legislative, doppelte Judikative und so weiter. Und das kennen die Leute nicht und sie haben nicht den Eindruck, dass die Entscheidungen, die da getroffen sind, mit Demokratie, so wie man sie kennt, etwas zu tun haben. So, und aus diesem sozusagen Missverhältnis ist ja überhaupt erst die Idee entstanden, wir müssen das demokratisieren und eine Verfassung machen. Dagegen ist ja jetzt erstmal nichts zu sagen. Das Problem, so wie ich das versucht habe, eben auszuführen, allgemeiner politischer Gleichheitsgrundsatz, ist, dass grundsätzlich sozusagen die Bürger nur eine Beziehung zu einem Staat haben können. Also natürlich haben wir hier meine Kinder haben auch Verpässe, ja, die wohnen in Paris, ich bin so von einem französischen Vater. Das sind aber dann im Grunde ein paar Ausnahmen.
grundsätzlich gilt, dass eine Demokratie, wenn wir sagen, es ist ein Gefäß und da sind so und so viele Bürger drin, die diese Demokratie sozusagen verfassen, meistens als Republik, also der Moment, in dem Bürger sich zusammentun und einen Staat zu begründen, der wird als Republik verfasst. Ja? Ich wiederhole es nochmal. Also es ist nicht umsonst, dass wir die Bundesrepublik sind und nicht die Bundesdemokratie, und die Franzosen sind auch nicht die Demokratie française, sondern die Republik française und die Republika d'Italiana und so weiter, weil der Republikbegriff das normative Prinzip ist. So. Wenn Sie das nehmen, dann kann es nur eine Bürger-Staatsbeziehung geben. Darum geht es mehr. Also die Frage ist dann, ob wir uns dann dazu durchringen könnten. Ich will das jetzt nur mal theoretisieren. Ich will noch nicht mal sagen, dass ich das will. Ja? Sondern nur sagen, dass theoretisch, wenn wir sagen, wir wollen europäische Bürger sein, gleichen Rechtes, und wir wollen das auf dem Territorium der heutigen EU tun, und damit wollen wir eine Europäische Republik begründen und eine, nennen wir es mal Nationalversammlung oder Assemblée oder wie auch immer, eine Person, eine Stimme und dann irgendwie regional eine zweite Kammer, ja? Dann hätten wir ja, und das ist jetzt der Begriff der europäischen Verfassung, eine Bürger-Staat-Bindung zwischen den europäischen Bürgern und ihrem europäischen Staat. Die haben wir ja heute nicht. Sondern heute sind Sie und Sie alle wahrscheinlich Bürger der Bundesrepublik. Und obendrauf liegt noch so eine kleine Schicht Europa, ja, dass Sie im Bereich des Consumer Protection, Verbraucherschutz, was auch immer, haben Sie noch ein paar Sachen obendrauf. Aber that's it. Und am Ende des Tages sind Sie, ganz egal, wenn es darum geht, wohin werden Sie ausgeliefert, wo zahlen Sie Ihre Steuern, also so die klassischen Themen, woher ist Ihr Pass, sind sie deutsche Staatsbürger und nicht europäische Staatsbürger. Und das ist im Prinzip, wenn man das jetzt mal ganz theoretisch nur mal so fasst, ist das der, ich sag mal, die Heuchlerei des europäischen Systems, das uns suggeriert, dass wir europäische Bürger sind. Und wir haben ja auch alle so eine rote Hülle um unsere nationalen Pässe drumherum, dass wir uns alle schon mal so als Europäer fühlen können. Wir werden auch ständig als europäische Bürger angesprochen, jedenfalls in allen Dokumenten der Europäischen Kommission, European Citizen. Wir sind nicht European Citizen. Jetzt stehe ich nicht hier und sage, wir müssen European Citizen werden. Ja, ich habe Carlos zugehört, der meint, dass wir das mit 450 Millionen Bürgern zusammen nicht können. Können wir uns mal gepflegt überstreiten, ob das möglich ist, dass wir rechtsgleich wären als 450 Millionen Bürger, ohne die natürlich nicht die gleichen Werte zu teilen. Aber das ist aber eine andere Frage. Meine Frage, wenn wir sagen, es geht um 146 und wir wollen diese 146 Frage verbinden mit der Frage nach einer europäischen Verfassung, dann ist die einzige Frage, die wir uns stellen, Gretchenfrage, wollen wir einen europäischen Staat oder einen deutschen Staat? Und wollen wir Bürger der Bundesrepublik sein oder Bürger der Europäischen Republik? Und im Zweifelsfall wären Sie hier dann, genau, also ich wäre in meiner Europäischen Republik, wenn ich mir sie zu Ende denke, bin ich dann halt Rheinländerin, wie ich jetzt Rheinländerin bin. Und über mir ist die Europäische Republik als Form der Staatlichkeit. Dann hätte ich eine direkte Bürger-Staat-Bindung, so wie ich jetzt eine direkte Bürger-Staat-Bindung an die Bundesrepublik habe, aber im Rheinland wohne und über eine rheinländische nordrhein-westfälische Landesliste mein Mandat für den Bundestag mache. Ja? So könnte man das ja europäisieren. Das hieße, im Grunde müsste man den 146er, das war Ihre Frage, ausdehnen auf Europa. Soll natürlich gucken, ob die Finnen und die Iren und die Portugiesen das so toll fänden, wenn immer so ein deutsches Wesen und so, ne? Die haben ja auch Verfassungen und finden ihre Verfassungen auch gut, ne? Also so. Wir müssten uns ja dann zum Beispiel mit den Franzosen darüber unterhalten, ob wir einen Präsidenten direkt wählen oder ob Parlamentarier einen Bundeskanzler wählen. Das sind ja schon mal sehr große Unterschiede. Ja? Ich wäre übrigens in dieser Idee wäre ich dafür, dass wir dann europäischen Präsidenten direkt wählen. Das fände ich gut, ja, so als europäischen gemeinsamen Wahlakt. Aber davor nochmal steht die Frage, ich kann nur Bürger eines Staates sein. Und das ist die Frage, die wir beantworten müssen, weil ich habe das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren vor die Wand laufen mit dieser europäischen Reformdiskussion, weil wir diese Staatenbund-Bundesstaatsgeschichte, weil wir die einfach seit 70 Jahren nicht aufgelöst haben und weil wir bis heute noch nicht wissen, wer entscheidet in Europa, die EU oder die Nationalstaaten. Und am Ende, sage ich völlig entspannt, keiner von beiden, am Ende entscheiden immer nur die Bürger. Und die Frage ist nur, als welche Bürger, in welchem Raum von Demokratie wir uns konstituieren. Konstituieren wir uns als 80 Millionen Deutsche in der Bundesrepublik oder als 450 Millionen
Bürger in einer europäischen Republik. Und da müssen wir noch lange nicht alle Werte teilen, wir müssen nur die gleichen Rechte haben. Und das zumindest mal so zu denken, macht es ja schon mal griffig. Ja? Also ich möchte nochmal sagen, ich mache das alles schon ziemlich lange und ich bin die Letzte, die in den letzten 3-4 Jahren komplett von Europa enttäuscht ist. Ja? Am liebsten möchte ich irgendwie mal nicht mehr mit Europa assoziiert werden und nicht ständig als Europa-Expertin, ja? Dass man mal von dem Thema loskommt. Aber unabhängig davon könnte es ja Sinn machen, dass man theoretisch nach zu Ende zu denken und mal zu fragen, wer hätte denn eigentlich Angst vor oder was würde sich für die Leute ändern? Mhm. Also ich könnte ja auch mal so ganz entspannt sagen, nehmen wir mal das Thema europäische Arbeitslosenversicherung. Ja, es gibt ja auch, das ist ja altes Thema, schon lange auf EU-Räten behandelt worden. Ich würde mal sagen, die meisten, die ein Arbeitslosengeld beziehen, denen ist ganz egal, ob das aus Brüssel oder aus Berlin kommt, Hauptsache es kommt. So. Also ist ja, also verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube wirklich, dass die Frage ist, wo ist meine Heimat, meine Identität, also da, wo ich wohne, und was ist die Verknüpfung mit einer Staatlichkeit, die darüber ist? Und deswegen bin ich nicht bei diesen ganzen, nicht so sehr bei diesen identitären, nationalen, das ist unsere Nation und diese ganzen Geschichten, sondern ich mache es nochmal präziser. Die Kurzen und die Bretonen zum Beispiel, ja, die sind ja beides Bürger der Französischen Republik. Und die teilen keine Identität, die teilen nicht mal die Sprache, die mögen sie, keiner mag die Kurzen in Frankreich. Ja. Aber sie teilen halt, die haben halt die gleichen Rechte. Und insofern ist die Frage, wo man ist, und ob man jetzt einen Dirndl anhat oder einen Kirmes feiert, zweitrangig für die Frage, welcher Staatlichkeit man sich zugehörig fühlt. Mhm. Und wenn wir das trennen könnten und unsere Debatten nicht immer so fürchterlich überhöht führen würden mit meine Nation und meine Werte und meine Identität und wir können doch nicht und wir sind so ganz doll anders als die Finnen und die Franzosen, die Slowenen, sage ich am Ende immer, nee, so ganz doll anders sind wir einfach nicht. Ja. Und deswegen ist das für mich eine plausible Frage, das zu diskutieren. Genau, also da kann ich dir auch zustimmen mit diesem ganzen, dieses Identifizieren mit den Nationalstaaten oder so, das ist ja eigentlich, hat nichts mit Identität, sondern mit Identifizieren zu tun und das ist ganz unterschiedlich, alleine schon hier in der Bundesrepublik, das hattest du auch so schön gesagt, wenn man jetzt nach Bayern guckt oder oben nach Rostock, ja, also da gibt es schon ganz große Unterschiede und insofern stimme ich dir dann zu, also dazu. Und dennoch ist halt so die Frage, dass es vielleicht so eine, vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit des Geistes, also dass wir sicherlich in vielen Dingen als Menschen, allein dass wir Menschen sind, sicherlich etwas haben, was uns alle eint, was auch immer das ist. Und da würde ich vielleicht auch gerne mal jetzt Ralf wieder mit einbeziehen, weil du hattest vorhin auch gesagt hier, ne, jedes Land hat eine Verfassung, natürlich, und am deutschen Wesen will niemand mehr wirklich gelesen. So ähnlich. Und da ist natürlich, was ich verstanden habe, dass ja das Grundgesetz, glaube ich, so diese Einmaligkeit hat, was womöglich andere Verfassungen nicht so haben, ist in Artikel 1. Ja? Also die Würde des Menschen ist unantastbar und dann Artikel 20 wird erst dieser Staat beschrieben. So, und ja, Ralf, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen. Also aus meiner Sicht ist das Grundgesetz gar nicht auf Deutsche und auf Deutschland bezogen. Sondern das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aus meiner Sicht ist das Grundgesetz sowas wie, ich will mal sagen, etwas, wo menschheitliche Ideale überhaupt versucht wurden. Jetzt aber, weil es nur in einem gewissen Bereich möglich war, zu verwirklichen. Worum es im Grundgesetz eigentlich geht, ist das Thema Individualität und Staatsmacht. Hat der Staat das Sagen und das Individuum hat sich dem Staat zu beugen oder ist die Staatsmacht zur Stützung des Individuums da? Das ist das Thema und von daher ist es für mich, wenn ich sage, Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, das ist für mich der Punkt, wo man das die Bürger-Staats-Beziehung, die Sie gesagt haben, erst in Ordnung bringen muss, weil die war nie in Ordnung. Die war nie in Ordnung. Wir haben immer von oben Gesetze bekommen und haben abgenickt. Die Deutschen neigen dazu, nett zu sein mit ihrer Obrigkeit oder sie überhaupt als Obrigkeit zu empfinden, da ist für mich schon ein Problem. Und wie
man die Bundesrepublik einrichtet, dass wirklich das so heißt, wie im Artikel 20 Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und nicht von den Repräsentanten, sondern vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen hergerichtet, dass Abstimmungen fehlen. Wie man das herrichten kann, das ist für uns die große Frage. Und daraus, wenn wir, und aus unserer Sicht heißt es, ne, zur Europafrage, man kann mit anderen erst ordentlich umgehen, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Wenn die Krise bestimmen, wie Europa auszusehen hat, bleiben alle Probleme bestehen, die bis jetzt bestehen. Alle Probleme. Die Frage ist, wie man das von unten her einrichten kann. Und wenn wir eine echte Demokratisierungsbewegung hier hätten, würden überall die Menschen Luft unter die Flügel kriegen, die für Demokratie sind. Und dann würde ein Europa aus unserer Sicht beginnen, ich will mal sagen, wirklich aus den Bedürfnissen der Menschen heraus sich zu gestalten, mit allen Ideen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir ein Programm vorgelegt, wie man diese Frage durchführen kann praktisch. Nur ganz kurz noch zu uns. Ne? Wir haben in unserem Programm, das heißt auf unsere Verfassung, unsere Dienstverfassung.de, kann man ein Abstimmungstool, kann man eine Abstimmung. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, irgendeine Idee, wie was auszusehen hat, mit reinzubringen. Die Sache hat drei große Fragen. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Die zweite ist, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und die dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist. Das ist alles, was wir vorgeben. Alles Weitere, welche Ideale verwirklicht werden sollen, soll aus unserer Sicht, ich würde mal sagen, dann in einer verfassungsklärenden Versammlung, die nochmal eine ganz andere Nummer ist im Hintergrund, also formuliert, aber auch immer streitbar sein. Also immer durch Volksabstimmung oder durch direkt von unten agierende Demokratie auch korrigierbar und weiterentwickelbar sein. So ist unser Gedanke, das ist aus unserer Sicht was ganz Technisches, dass wir sagen, die Ideen von Herrn Gebauer, wer will die Ideen von Herrn Gebauer? Also heute sind sie gar nicht mehr im Parlament zu verhandeln. Na, die Frage, die ich ja habe... Wer will die verhandeln und wo? Und das wäre für mich verfassungsklärende Versammlung, wäre für mich das Ort, wo das dann stattfinden kann. Und man muss mit sich selbst im Reinen sein, um mit anderen agieren zu können. Und wir sind absolut nicht mit uns im Reinen. Also wenn ich auf die Politiker gucke, ich habe Hartz IV zum Bundesverfassungsgericht gebracht, die Sanktionen, und habe dort gewonnen. Und ich weiß, was das heißt. Und ich habe 3 Jahre Totalsanktionen bekommen. Kein Geld für Essen, Wohnen und Krankenkasse. Und das ging mehrfach am Tod vorbei, mit 132 Tage Hungern. Und ich habe gesehen, wie die Politiker reagieren und wie die Gerichte reagieren. Für mich sind das, Entschuldigung, ich sage das jetzt ganz knallhart, ne? Für mich hat das mit Menschen, mit Anbindung an Menschenrechte keinerlei Beziehung. Also ich könnte über das Jura-System reden, was da überhaupt keinerlei Beziehung mehr hat. Und das ist das Problem für mich. Das ist für mich das Wichtigste, ist die Sache aus der Verfügung der Eliten rauszunehmen und zu fragen, wie schafft man das, dass die Menschen insgesamt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Wahlen und Abstimmungen, dass man das einführt. Das ist für mich das Thema. Es ist ja so, dass Carlos sagt, das Grundgesetz wäre unsere Verfassung, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne? Dass du sagst, ja. Das ist die Verfassung, aber es müsste sozusagen modernisiert werden, weil ja vieles so im Laufe der Zeit, das Zusammenleben ändert sich und vieles hat sich geändert. Und vieles ist ja auch einfach reingeschrieben worden, wo man vielleicht auch gucken muss, ist das überhaupt so in Ordnung. Aber nun ist es natürlich so, wenn wir tatsächlich, also wenn ich von dir spreche, dann meine ich jetzt uns. Also ich habe das, Sven Böttcher hat das schöne Buch geschrieben, Team Mensch, also ne, wer sind wir, und dann Team Bill Gates und Team Mensch, und wenn ich von wir spreche, meine ich immer uns Team Mensch, weil das ist ja auch mal so eine Sache, wer ist denn wir? Genau, und das heißt, dann müssten ja eigentlich wir dieses Grundgesetz wieder in unsere Hände bekommen, ja, um überhaupt das so gestalten zu können. Also wie siehst du das? Also ohne jetzt die Laune am Wochenende zu sehr schlecht zu machen, aber in meiner Weltsicht, ich betrachte meine Bundesrepublik Deutschland, fangen wir mal hier an, und ich sehe, dass wir gerade einen Mainstream haben,
der damit beschäftigt ist, zentral als Hauptziel alles politischen Handelns die Weltdurchschnittstemperatur zu stabilisieren. Und dem unterwirft sich unsere politische und ökonomische Struktur. Wir vergessen Sonnenflecken, wir vergessen universelle Einflüsse auf alles, sondern wir sind als Deutsche jetzt in der Lage, mit einem Spurengas monokausal fiskalisch gesteuert das Weltklima in den nächsten 100 Jahren so zu stabilisieren, dass eine Durchschnittstemperatur für den Planeten stabilisiert wird. Das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis meiner Bundesrepublik Deutschland, spätestens seit die Ampelkoalition im Driver's Seat ist. Und das deutsche Wort für Klima ist übrigens Wandel. Also wenn man Klima übersetzt, ist das Wandel. Klimawandel ist Wandel, Wandel. Das ist das intellektuelle Niveau, auf dem sich alles bewegt. Wenn wir dem Klimawandel in dieser Weise unsere sämtliche Politik unterwerfen, und wir sind hier vorhin lang gefahren in Ludwigshafen, die machen ja jetzt gerade da alles zu, weil sie sich die Energie nicht mehr leisten können, dann weil der Strompreis und der Gaspreis aus den Ufern wegen dieser Klimapolitik, dann ist für mich der Bogen völlig klar. Die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland wird in nicht allzu ferner Zeit, weil die Zahlen schlecht sind, kollabieren. Was bedeutet das? Wenn meine Volkswirtschaft in Deutschland kaputt geht, dann geht nicht nur die deutsche Volkswirtschaft kaputt, sondern bricht die Volkswirtschaft der gesamten Europäischen Union zusammen, weil dieses Gesamtkonstrukt in den letzten 20 Jahren darauf ausgerichtet war, die enorme Produktivität des Zentrums in Deutschland zu nutzen, um über eine völlig irrsinnige Geldpolitik die Peripherie Deutschlands zu subventionieren. Dann habe ich in der Mitte Europas keine Kraft mehr, Sozialhilfe zu finanzieren und Bürgergeld zu finanzieren, ein demografisch entglittenes System zu bezahlen, dann sieht das alles sehr, sehr finster aus. Und diese krisenhafte Entwicklung führt dazu, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern uns in Gesamteuropa eine neue verfassungsrechtliche Frage zu stellen haben. Und typischerweise, wenn ich unsere Geschichte in Europa betrachte, stelle ich fest, dass Verfassungen immer dann geschrieben werden, wenn am Wochenende vorher das System zusammengebrochen war. Das ist die typische Konstellation. Stunde Null, danach gibt es eine Verfassung. Und weil alle sich wieder in dem Duktus der Demut zusammensetzen. Und dann ist die große Frage, werden wir dann eine deutsche Verfassung oder eine europäische Verfassung bekommen? Das ist eine Frage des historischen Augenblicks dann, ob da zufällig da irgendwelche Klassensprecher sitzen oder dort, die sich zusammentun und andere sagen, die haben da jetzt was geschrieben und gemacht. Das hängt von Zufällen ab, die sich unserer Steuerbarkeit völlig entziehen. Das Einzige, was wir leisten können, ist, in der Zeit vor diesem unerfreulichen Kollaps irgendein Papier geschrieben zu haben, das in der Breite diskutiert wird, wo man dann sagt, da ist was, da können wir uns drauf beziehen, da knüpfen wir mal an. Jeder, der schon mal in irgendeiner Geschäftsbesprechung war oder irgendwie an gemeinsamer Entscheidungsfindung sich beteiligt hat, weiß, wenn alle zusammenkommen, derjenige, der schon ein Papier geschrieben hat und das austeilen kann, der ist im Vorgriff, weil alle dann auf das Papier gucken und alle anderen sind so ein bisschen diffus. Deswegen ist auch meine Idee gewesen, dieses Grundgesetz 2030 zu schreiben. Vor 10 Jahren habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Rettet Europa vor der EU mit dem Untertitel Wie ein Traum an der Gier nach Macht zerbricht. Weil diese ganze europäische, diese ganze EUV und AEUV, diese Artikel, die sind in einer Weise geschrieben, da drehen sich einem als Jurist die Fußnägel hoch. Ja? Um das für Nicht-Juristen nochmal klarzumachen, da steht also, um es zu übertragen, weil da steht drin, Absatz 1, jede Vorschrift ist so, Absatz 1, Brot darf nicht in einen Fluss geworfen werden. Absatz 2, was Brot ist, wird bestimmt vom Rat mit Zustimmung der Kommission. Absatz 3,
In Ausnahmefällen zur Stabilisierung des Binnenmarktes können Rat und Parlament beschließen, dass Brote in Flüsse geworfen werden. Absatz 4. In besonderen Notlagen kann eine Verpflichtung aller Staaten bestehen, Flüsse durch Bäckereien zu leiten. Ich gebe zu, das ist etwas überspitzt, aber ich fürchte nur etwas überspitzt. Lesen Sie diese Vorschrift, es steht überall so drin. Und dann mit Tatbestandsmerkmal, die man alle so auseinanderziehen und so stauchen kann. Und dann haben Sie einen Europäischen Gerichtshof, der die strukturelle Aufgabe hat, das alles zu verrühren. Und der hat eine eigene Methodik entwickelt über die Jahrzehnte. Das ist herausfordernd. Und du hast gerade so schön gesagt, das heißt, dass Verfassungen immer dann geschrieben oder neu gemacht worden sind, wenn eigentlich alles schon zusammengebrochen ist. Und dass dann irgendjemand schon irgendwas aus der Tasche gezogen hat und gesagt hat, hier, ich habe schon was. Und ich gehe mal davon aus, dass das ja auch ein Grund ist, warum wir jetzt hier sitzen, weil wir halt nicht wissen, wie lange das noch gut geht. Und dass es dann vielleicht hilfreich ist, sich schon mal ganz viele Gedanken darüber gemacht zu haben, was denn vielleicht möglich wäre. Und jetzt ist es so, dass Ulrike hat ja, das fand ich ganz interessant, du hast ja gesagt, wir haben jetzt 2024 und das 2049. Ja, das sind 25 Jahre. Das heißt, mal schauen, wie lange das jetzt noch so gut geht, wie es ist. Und dass wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen. Und dennoch ist es ja so, und diese Frage habe ich jetzt immer noch nicht so wirklich beantwortet bekommen, es sind ja so Volksvertreter, die wir gewählt haben. Ja? Also so die Diener sollten uns ja eigentlich dienen. Und jetzt ist es ja aber so, dass sie eigentlich uns überhaupt gar nicht dienen. Und deswegen, Carlos, sagst du ja auch, das braucht so eine Politikerhaftung. Ja, aber wie kriegen wir das denn geändert? Also wer soll das denn machen? Das geht ja eigentlich nur in Form von einer direkten Volksabstimmung. Das ist ja das, Ralf, was du irgendwie, vollumfängliche Volksabstimmung. Und dann ist ja auch die Frage, das hatte ja auch Ulrike schon gesagt, Demokratie, haben wir überhaupt eine Demokratie? Also ich bin auch eher der Meinung, nee, haben wir gar nicht. Hat wer vielleicht überhaupt schon mal eine? Ich weiß es nicht. Das müssen sich ja alles Fragen, die eigentlich mehr oder weniger unbeantwortet sind. Das heißt, wir machen uns Gedanken darüber, ganz viele ja nicht. Und deswegen ist so meine Frage nochmal, ja, wie kriegen wir das denn wirklich geändert? Also müssen wir abwarten, bis alles zusammenbricht, Carlos, und dann ziehst du dein Buch aus dem Dings und sagst, hier, guck mal, ich habe hier schon was. Oder wie kriegen wir das hin? Also die Frage stelle ich euch drei jetzt, weil ja. Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht vordrängeln, weil ich gerade schon was gesagt habe, aber in aller Kürze, weil ich das sehr häufig gefragt werde, wer soll das denn beschließen? Das ist reine Spieltheorie. Sobald die erste Partei auf Bundesebene nach vorne prescht und sagt, liebes Wahlvolk, wenn ihr uns wählt, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Politikerhaftung im Sinne dieses 93 Aktiengesetz übernommen wird, in 38 Grundgesetz. Und wir werden die Politiker sein, die für ihre Entscheidungen schadensersatzrechtlich einstehen der Bevölkerung, die uns gewählt hat. Sobald die erste Partei mit diesem Slogan glaubhaft in den Wahlkampf zieht, bringt sie spieltheoretisch alle anderen in die Position, mitziehen zu müssen. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären hier Vertreter von vier Parteien und da säßen die Wähler, und ich würde sagen, also wenn Sie mich wählen, dann werde ich Ihnen jedem Schadensersatz bezahlen, wenn ich etwas zu Ihrem Schaden gemacht habe. Und die anderen drei sagen, nee, also wir, sowas machen wir nicht, aber wir wollen trotzdem gewählt werden. Ja, was passiert denn da? Es muss nur die erste Partei sagen, wir haften für den Unsinn, den wir treiben, und wir stehen dafür ein. Dann ist der Lack gegessen. Ja, aber die gibt es ja nicht. Okay, aber ja, also noch nicht. Ich habe dann aufs Papier, wenn dieser Moment kommt, ja, tatsächlich habe ich 2020, das kann man im Internet ja nachgucken, die Initiative Citizens Take Over Europe ins Leben gerufen, im Mai 2020, also Hashtag und dann Citizens Take Over. Und das sind viele junge Leute aus ganz Europa, die tatsächlich seit Mai 2020 jeden Mittwoch, immerhin schon seit 4 Jahren, von 10 bis 12 im Internet sitzen
und die Europäische Verfassung schreiben. Ja, also kann man sich angucken, die Webseite gibt es. So, das ist noch nicht, ist noch so ein bisschen Underground, aber die Frage ist ja, wann der Underground so ein Trend wird. Ja. Bleiben wir mal bei dieser Haftung, weil diese Haftungsgeschichte führt mich natürlich dazu, zu fragen, also das Grundproblem dessen, was wir diskutieren, glaube ich, ist, dass wir sozusagen verstärkt durch Corona diese Übergriffigkeit des Staates und meritokratische Eliten, von denen wir nicht mehr glauben, dass sie uns gut regieren, ja? Dass wir sozusagen einen Eliten-Backpush machen und das Volk soll in die Manege kommen. Ja? Das ist in der Politikwissenschaft schon seit langem zu merken. Also wir reden seit langem über nicht nur Abstimmungen, sondern wir reden vor allen Dingen über Entschuldigung. Über partizipative Demokratie, über Bürgerversammlungen und so weiter. Auch in der Bundesrepublik, ja, kommt ja immer mehr, aber auch in Frankreich überall Bürgerversammlung so. Insofern ist ja die Frage, die Haftungsfrage verweist ja auf das strukturelle Problem, dass wir Demokratie immer noch in ihrer Repräsentanz begreifen. Ja? Da ist jemand, der das für mich macht, aber eigentlich bin ich der Bürger, der Souverän. Dann wähle ich den, dann soll der das machen und wenn der das nicht gut macht, wähle ich den ab und jetzt sagst du noch dazu und wenn das nicht gut macht, muss er mir demnächst was dafür zurückzahlen. Ja? Damit ist aber tatsächlich die Frage auf dem Tisch, wer ist eigentlich der Souverän und warum handelt der Souverän nicht selber? Ja? Also das ist ja genau die, so. Und dann, so, ja, bevor Sie klatschen, das kann man dann auch nochmal im Detail diskutieren, ja? Der Begriff der Souveränität ist auch schillernd. Das ist natürlich hier Karl Schmitt, ja, souverän ist, wer den Ausnahmezustand entscheidet, und das war jetzt leider während Corona Herr Lauterbach, ja, oder Drosten und Wieler, wie sie alle heißen, so. Aber trotzdem ist der Satz von Hannah Arendt der entscheidende. If man wants to be free, it's precisely sovereignty that he needs to let go. Das heißt, wenn wir in einem Gemeinwesen davon ausgehen, dass jeder dabei ist, Interesse, ja, und es muss irgendwie reguliert werden, dann sagt Hannah Arendt, am Ende kann keiner souverän sein im Sinne von ich entscheide, ja, sondern dann entscheidet das Recht. Der Rechtsstaat ist ja, dass niemand entscheidet, sondern das Recht entscheidet über alle. Das heißt, der Souverän ist das Recht. Und insofern ist die Frage, wie wir das Spannungsverhältnis auflösen zwischen dem Souverän, der vermeintlich irgendwo da oben ist, die Regierung, der Staat und so weiter, und dem Volk, das ja nur in seiner abstrakten Größe als Souverän auftritt. Das ist ja genau das Spannungsverhältnis, was wir jetzt verhandeln. Und das, was, glaube ich, gerade jetzt passiert, als zeitgenössischer Moment, muss man sich so vorstellen, dass das Volk auf einmal, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, auf einmal kriegt das Volk eine Fratze. Auf einmal sind das wirkliche Leute, die wirklich in solchen Kellern sitzen und Demokratie einfordern. Das haben wir jetzt in den 70er Jahren, 80er Jahren haben wir das eher nicht gemacht. Das heißt, das Volk war ja im Prinzip, so wie es auch in allen Texten beschrieben ist, eine abstrakte Größe. Ja? Das Volk wählt sich eine Regierung und so weiter. Jetzt ist das Volk auf der Straße, haben wir schon seit ungefähr 10 Jahren, fing an mit Pegida, wir sind das Volk, ja, die Straße, wie auch immer. Wir spielen Repräsentation gegen das Volk. So geht es aber nicht, weil de facto ist ja sozusagen, kann sich das Volk nicht zweimal repräsentieren. Es kann nicht direkt selber etwas wollen und in seiner Repräsentation etwas wollen. Und das ist nämlich genau das Problem, dass wenn wir sagen, zum Beispiel Bürgerversammlung, finde ich ein gutes Beispiel. Dann haben wir also ein Parlament und dann gibt es eine Bürgerversammlung, die irgendwas beraten soll. Dann ist jetzt die Frage, ist nicht das Parlament die Vertreter, also wir sind ja sozusagen im Parlament, das Parlament ist ja unsere Repräsentation. Warum brauchen wir dann noch eine Bürgerversammlung, die beraten soll, was die Bürger wollen? Weil das Parlament ja schon die Repräsentation der Bürger ist. Verstehen Sie, ich bin nicht gegen Bürgerversammlung. Ich will nur sagen, dass wir uns sozusagen duplizieren in diesen Debatten und dass wir am Ende wahrscheinlich gerade in so einer Transitionsphase sind, wo uns das klar wird und am Ende des Tages nicht klar ist, wie wir uns denn selber organisieren würden, wenn es die Repräsentation nicht mehr gibt. So, jetzt mache ich die entscheidende Schlaufe.
Ich weiß nämlich gar nicht so sehr, ob ich für Bürger, Basis, Demokratie und so weiter bin. Allein aus dem Grund, dass ich am Samstag auch mal gerne ins Kino gehe und am Sonntagabend gerne zum Yoga und so weiter. Das heißt, diese permanente Überforderung, dass ich ständig in irgendwelchen Bürgerversammlungen sitze und irgendwie abstimme und irgendwie noch das Ernährungsberatungs-Gesetz mitmache. Ich sage, nee, woher denn? Ich will das ja vielleicht gar nicht. Was ich aber will, ist, dass tatsächlich die Eliten mich gut regieren. Und da ist natürlich alles schiefgelaufen in den letzten Jahren. Wovor ich Angst habe, um diesen Satz noch zu machen, ist, dass wir aus dem Eindruck der jetzigen Situation, dass in den letzten 3 Jahren so ziemlich alles schiefgelaufen ist, was schiefgelaufen ist, jetzt die Erfahrung ziehen, dass die repräsentative Demokratie nicht mehr funktioniert und wir deswegen alles mögliche anderes machen, dass das vielleicht eher diese wir schütten das Kind mit dem Bade aus Nummer ist, anstatt zu sagen, was können wir denn machen, damit unser Parlament wieder vernünftig funktioniert, und zwar so, dass wir uns Ruhe haben und wir trotzdem gut regiert werden. Ich würde das gerne auflösen, wenn ich mich vordrängen darf. Ja, ist okay. Der Punkt, Ulrike, den du ansprichst, ist, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher, sozusagen, ich setze mal Volk und Repräsentant durch Vertretener und Vertreter. Das Volk ist vertreten durch den Vertreter, das sind die beiden. Und jetzt haben wir diese Diskussion immer geführt, die Älteren wissen das, die vor 1980 geworden ist, dass wir insbesondere 1983, als die Grünen das erste Mal in den Bundestag gewählt wurden, da gab es die Diskussion um das sogenannte rotierende Mandat. Und da wurde gesagt, das kann nicht sein, dass einer ins Parlament gewählt wird, dann sitzt er da 4 Jahre bräsig und wird dann zum Etablierten. Das war so der alte 68er Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, der gehört schon zum Establishment. Das musste schneller gehen, deswegen haben die Grünen in Teilen gesagt, nach 2 Jahren rotiert das, dann wird der rausgenommen und dann kommt ein anderer rein. Und das war ein Versuch der frühen Grünen 1983, ein Problem aufzubrechen, das auch schon in der Pariser Kommune 1871 heiß diskutiert worden ist, nämlich zwischen dem freien Mandat und dem gebundenen Mandat. Und der Unterschied ist, dass beim freien Mandat der Vertretene sagt, du bist jetzt mein Vertreter, mach mal. Und beim Gebundenen muss der Vertreter immer noch wieder zurückkommen und sagen, wir sitzen da gerade im Parlament und diskutieren über dieses und jenes und ich habe mir überlegt, ich könnte so oder so abstimmen, was soll ich denn machen? Sag mir mal, damit ich da hin bin, dann fahre ich wieder nach Berlin und dann sage ich ja oder nein. Aber ich muss vorher immer fragen, die Anbindung. So ist das diskutiert worden in der Pariser Kommune. Die Grünen haben es versucht aufzulösen. Und so etwas ist in der Massengesellschaft natürlich überhaupt nicht zu lösen. Das Beispiel, ich will am Samstag auch ins Kino gehen, ist ja eine praktische Variante, aber es gibt noch eine ganz andere praktische Variante, nämlich die des Spezialistentums. Ja, ich wäre ja überhaupt nicht in der Lage, ein Bier zu trinken, weil ich handwerklich überhaupt nicht in der Lage bin, einen Flaschenöffner zu bauen. Ich bin auf Leute angewiesen, die mir einen Flaschenöffner bauen. Ja. Und so ist es recht in der arbeitsteiligen Gesellschaft, in der Politik, dass da irgendjemand sein soll, der sich mit irgendwas auskennt. Und die Lösung jetzt zwischen dem freigelassenen Abgeordneten, der irgendwas beschließt, was ich überhaupt nicht begreife in seinen Konsequenzen, und einem, der immer zurückkommt und mich fragt, was soll ich denn jetzt entscheiden? Und ich sage immer nur, ich kenne mich auch nicht, was mach mal. Soll ich jetzt ein Apple oder ein Samsung Handy kaufen? Was sind besser? Ja, woher soll ich das wissen? Dann muss ja einen fragen, der sich auskennt. Dieses Dilemma kann ich nur lösen, traditionell, in langer, langer Tradition unserer Rechtsordnung, indem ich sage, der Vertreter ist frei zu handeln, aber er muss es anständig machen. Und wenn er es schuldhaft falsch macht, dann hängt er mir am Fliegenfänger und dann muss er haften. Auf die Weise bringe ich diese zivilrechtliche Haftung hinein an das Staatsrecht und habe plötzlich eine völlig andere Welt. Und letzter Satz noch dazu, weil das auch, da kommt immer das Argument, ja, die Abgeordneten haben ja überhaupt kein Geld, wenn die so Milliardenentscheidungen treffen, wie soll er das von seinen Abgeordnetenbezügen bezahlen? Das geht ja gar nicht. Vorsicht! Ein Spezialabgeordneter stimmt nicht das ab, was er sich ausgedacht hat, sondern der Spezialabgeordnete hat sich vorher beraten lassen von irgendwelchen externen Unternehmensberatern. Das sind dann die Lobbyisten, die immer mit den Koffern rumlaufen und sagen, mach mal hier und mach mal da. Und in dem Moment, wo ich den Abgeordneten zum Haftungsschuldner mache eines Fehlers gegenüber dem Gläubiger, dem der ihn geschickt hat und der einen Schaden hat,
In dem Moment weiß der Abgeordnete sofort, ich habe so abgestimmt, weil mein Berater mir diesen Tipp gegeben hat. Und wenn er jetzt mir haftet, dann nimmt er seinen Berater in Regress. Deswegen ist in dem Moment, wo ich eine Abgeordnetenhaftung einführe, ist der Berater sofort demütig gemacht, weil der Berater nämlich heute hinter dem Bundestagsabgeordneten steht und haftungsfrei gestellt ist, weil er jeden Wahnsinn einflüstern kann. Der Abgeordnete haftet ja für nichts, das dient dem Berater. In dem Moment, wo ich den Abgeordneten an den Wähler anbinde, zivilrechtlich sauber, dann habe ich den Berater mit an Bord und plötzlich habe ich eine viel schnellere Politik. Die Parteidisziplin muss auch geregelt werden, das Problem. Sonst ist nämlich die freie Entscheidung des Abgeordneten, ich will mal sagen, eine Fiktion. Sag nochmal die Frage im Grunde, wie die erste Frage ist. Hier die Frage jetzt dazu, wie wir das in Ordnung bringen, das Verhältnis. Nee, du hattest auf, was Ulrike gesagt hat. Genau. Das war wie das Verhältnis. Genau. Und da möchte ich möchte einfach mal sagen, wie wir es uns vorstellen. Ja, wir haben drei Fragen. Also ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Durch diesen dritten wird möglich eine verfassungsklärende Versammlung. Und das muss ich mal erzählen, wie ich mir die vorstelle, ja, oder wie wir uns die vorstellen. Ich stelle uns vor auf Herrenchiemsee. Eine wunderschöne Insel mit zwei großen Schlössern, wahnsinnig viel Platz drin. Und da werden Leute per Los reingewählt. Und zwar Riesengruppen von Menschen per Los. Und die werden eingeteilt, soweit es ums Grundgesetz geht, in 11 Gruppen. Weil das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Und dann kriegt in jeder Gruppe gibt es eine saubere Moderation und von außen kommen alle Fragen heran. Ist das richtig so? Ist das nicht richtig so? Und so weiter und so fort. An die Leute, die da drin sind. Und die haben einzig die Aufgabe, das nach Artikel 1 und Artikel 20 zu betrachten. Also nicht irgendwas sich auszudenken, sondern stehen in den Dingen, die da sind, die Menschenrechte im Zentrum. Und es ist echte Demokratie und echter Rechtsstaat. Das ist die Frage. Das heißt, die Aufgabe ist lösbar von großen Gruppen von Menschen, die sich, weil sie eine große Gruppe sind, ich will mal sagen, ohne Privatinteressen damit beschäftigen können. Und weil sie aus Bereichen kommen, die damit zunächst gar nichts zu tun haben, sondern das, ich will mal sagen, nicht lobbyistisch, sondern frei bedacht werden kann. Das ist der Gedanke. Und dann werden die Kapitel durchgearbeitet. Zum Beispiel im 11. Kapitel stehen die Besatzungsrechte, wenn wir uns jetzt souverän gemacht haben, welche Bedeutung haben die noch. Im 9. Kapitel ist die fehlende Gewaltenteilung, dass die Politiker sowohl in den Staatsanwaltschaften als auch in die Richter Sachen reinlegen. Dann ist die Frage, ist das echte, steht da die Menschen nur im Zentrum, steht da echte Demokratie und echter Rechtsstaat im Zentrum oder sind das Vorteile der Parteien, die sich daraus spielen? Und in dem dritten Fall, Vorteile der Parteien, kann man es streichen und so weiter und so fort. Und von außen kommt die Expertise, die wichtigen Vorschläge, deswegen liebe ich das Buch von Herrn Gebauer, weil der hat gezeigt, wie das geht. Du machst einen Vorschlag und schreibst unten in den Apparat, in die Stichworte, schreibst du einfach die kurze Begründung rein. Und dann kann das durchgearbeitet werden. So in der Art. Und dann ist die Frage, wie man das Resultat der Bevölkerung vorstellt. Entweder macht man es ganz und lässt es abstimmen oder in Stücken. Das wird sich dann zeigen, weil das ist ja dann die Problematik, wenn das zu groß ist, das Thema, dass man sagt, das machen wir mal lieber in Stücken und so weiter und so fort. Erstes Kapitel, ganz wichtig, erstes Kapitel, die Grundrechte. Was heißt es, der Staat darf per Gesetz da eingreifen? Wie sind da genau die Grenzen und so weiter? Da muss man doch mal so tief drüber nachdenken. Und ist es berechtigt, in Artikel 12a da drin zu haben, wo die Wehrpflicht drin steht in den Grundrechten und was ist mit dem Asylgesetz und diese ganzen Geschichten? Und zwar rausgenommen aus dem gesamten politischen Apparat. Ich traue dem gesamten politischen Apparat, der heute existiert, überhaupt nicht mehr. Und allen Menschen, die da gebunden sind in ihrem Denken, weil sie Parteidisziplin und was alles ist, die dürfen damit reingewählt werden, wenn sie per Los gezogen werden. Das ist richtig. Ich darf nicht sagen, du bist Politiker, du darfst da nicht rein. Dann sind sie aber nur einer von Leuten, die aus der Masse ausgelost werden und haben nicht ihre Sonderfunktion. Das ist das Wichtige für mich. Genau, das wäre der Erneuerung der Bundesrepublik. Das ist ein Weiterspinnen, weil unser Wort heißt
wer die Demokratie retten will oder verteidigen will, der muss sie weiterentwickeln. Und das ist das, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes ursprünglich wollten, dass das Volk sich seine Verfassung selber gibt. Und wir erheben, indem wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben, Artikel 1, die Würde des Menschen zum Zentrum und echten Rechtsstaat und echte Demokratie und als unantastbar, also Artikel 1 und Artikel 20 sind unantastbar, ja mit da rein, sodass selbst das Volk im übelsten Falle gar nichts gegen die Menschenwürde und gegen Demokratie und Rechtsstaat machen könnten, weil das sind die Grundpfeiler, unter denen auch alles diskutiert wird, was in diesem Rahmen dann zu diskutieren ist. Das ist unser Grundgedanke. Genau, und das Spannende ist ja auch, was du sagst, dass dann ein Losverfahren stattfindet. Das heißt, die Menschen, die dann an diesem Grundgesetz, also das, was geändert, das nochmal neu überarbeiten, an den 11 Kapiteln arbeiten, die werden ausgelost. Und müssen dann natürlich, denke ich mal, auch Berater haben. Anders geht es ja nicht. Ja? Also da gehe ich jetzt mal von aus. Und die Idee an sich finde ich also sehr reizvoll, ja, weil es also nicht etwas ist, was dann von oben kommt. Und die Frage ist dann, brauchen wir dann überhaupt noch ein Parteiensystem? Ne? So wie Carlos, brauchen wir dann noch eine Partei, wo einer sagt, ja, also hier, ne, wenn ihr mich wählt, dann hafte ich für das, was ich mache. Wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass es jemals so eine Partei geben wird, aber vielleicht ja doch. Sondern bräuchte es dann vielleicht wieder Bürgerräte oder ganz was Neues. Man könnte dann zumindest ganz neu drüber nachdenken, wenn wir sozusagen erstmal wirklich diese Verfassung haben. Und dann braucht es natürlich auch eine Aufklärung. Das heißt, dann müssten natürlich auch unsere Medien sich ändern, Ralf. Ja, also so wie es jetzt ist, wird es auch schwierig. Ja, wer soll denn daran arbeiten? Und du hast gesagt, also Ulrike hat so bis 2049, das sind 25 Jahre. Ich weiß, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du gesagt, naja, 30 Jahre dauert das. Bis es funktioniert. Und also die Frage ist, genau. Und dann, das möchte ich ganz kurz auch noch erwähnen, sind ja einige, es gibt ja diese verfassunggebenden Versammlungen, da ist, glaube ich, Marianne Grimmstein, so heißt sie, die ja auch schon ganz viel macht. Und das sind ja alles Dinge, die man dann, wenn sowas mal zustande kommt, auch gebrauchen kann. Also, genau. Und das ist so meine Frage, Ulrike, ich merke schon, du hast dich gemeldet. Oder möchtest du was dazu sagen? Ja, aber ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Veranstaltung, um das. Also man kennt jetzt eine Menge Wasser, um in den Rhein zu kippen. Ja, um so ein bisschen, ich will nicht stänkern, aber. Also doch, kannst doch wohl stänkern, das ist doch wichtig. Also erstmal glaube ich, dass diese Konzepte, wenn sie funktionieren, marxistisch gesprochen nur funktionieren, wenn diejenigen Leute, die das dann machen und in den neuen Herren Chiemsee eingeladen werden, Zugriff auf das Kapitalvermögen haben. Das heißt, wenn die Bürger etwas entscheiden wollen, was sie anders machen würden als die, die da jetzt Lobby machen und wir diese Strukturen durchbrechen, weil wir das anders nach Menschenwürde, Rechtsstaat und so weiter so, dann heißt das in letzter Konsequenz, dass die Bürger auch das Kapital haben, das so zu entscheiden, wie sie es dann entscheiden wollen. Und dann sprechen wir nicht mehr von irgendwie so einer netten verfassungsgebenden Versammlung, sondern sprechen wir von der Revolution. Ich mag das. Also verfassungsklärende Versammlung. Ja, genau. Aber es ist schon wichtig, also eine Bürgerversammlung zu machen, die irgendwie Vorschläge macht, ohne das Geld dafür zu haben, dass die Vorschläge umgesetzt werden können, ist simulative Demokratie. Deswegen funktioniert es ja jetzt auch so. Ich wollte das nur mal sagen. Ja. Das ist natürlich, es ist so ein Core-Marxismus, den mögen die meisten Leute nicht. Es ist so ein Vokabular, das haben wir uns abgewöhnt. Aber Kapital ist schon wichtig. Ja. Weil Rechte sind nicht gratuit. Wer Rechte möchte für Bürger, muss dafür bezahlen. Deswegen ist das ja auch mit Asylrecht und so, das ist ja nicht, dass wir irgendwie so nett sind und denen Rechte geben sollen, sondern wenn die Rechte haben, haben die Ansprüche. Rechte sind Ansprüche. Ja? Deswegen ist ja nicht Rechte irgendwie so was Ephemeres, sondern da stehen Ansprüche hinter und da steht Kapital dahinter. Ja? Und ich finde, das muss man mitdenken, zumindest wenn man diese Diskussion ehrlich führen möchte. Das Zweite wäre, dass wenn es schon darum geht, welche Neuerungen wir haben, aleatorische Demokratie, Ballotverfahren und diese ganzen Sachen, für die ich prinzipiell auch dafür bin, dass man sich dann eben tatsächlich die Fragen, die Carlos eben hatte, der Vertreter und der vertreten wird, ja, lösen wir das ja oder nein, vielleicht, ich weiß es nicht, auch mit Technologie, weil wir ja sowieso alle diese Endgeräte haben,
in denen es ja inzwischen intelligente Apps gibt, wo direkte Abstimmungsverfahren gemacht werden können, also Blockchain-Geschichten oder so. Ja? Das heißt, anstatt demnächst vor den Tagesthemen zu sitzen, haben wir alle 19.20 Uhr Zeit und man guckt durch die jüngste Gesetzessprechung der Bundesrepublik zusammen und jeder kann mit seiner App nach rechts wischen, nach links wischen, will ich haben, will ich nicht haben und so weiter. Ja? So. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es diese Apps jetzt in der Entwicklung gibt. Die werden getestet. Die werden getestet im Moment in so kleineren Kommunen bis 10.000, damit die Überschaubarkeit und so weiter da ist. Aber das würde im Grunde heißen, ja, nein, vielleicht, dass wir sozusagen gesetzte Parlamente ganz abschaffen, ja, weil wir diese Endgeräte haben. Also man muss sich noch nicht mal mehr physisch treffen, um das eine oder andere zu entscheiden. Und damit wiederum verbunden wäre, nur mal um das Panorama aufzumachen, wo sozusagen die Gruppe derer ist, die entscheiden. Weil das, was ja jetzt zum Beispiel auch so ein Topos ist, zumindest in der Politikwissenschaft, ist diese extraterritoriale Demokratie. Also welche Bürger entscheiden eigentlich in welchem Raum über welche Gesetze? Das ist keine triviale Frage. Also ich sage mal ganz hypothetisch, löst sich ja sowieso alles auf in immer mehr atomisierte Gruppen. Und ich gründe jetzt die Republik der über 50-jährigen grünen Tee trinkenden Frau mit Yogamatte. Ja? Da habe ich bestimmt viele, die da rein wollen. Und das kann ich komplett extraterritorial entscheiden über Apps. Kann ich zahlen und steuern. So, also verstehen Sie, was ich meine? Ich will nur dahin. Dürfte ich da hin? Mit Sonderantrag bestimmt. Wir müssen vorher gucken, wie der Handstand ist. Ne? Aber ich habe den Eindruck, und das meine ich nicht böse, sondern ich habe auch keine bessere Antwort oder so, aber ich habe den Eindruck, dass im Moment irgendwas ganz anderes noch im Hintergrund passiert, was wir nicht verstehen. Und auch noch nicht fassen können und noch nicht analysieren. Was ich damit sagen will, ist, dass die Konzepte, so wie von Ihnen ausbuchstabiert, mit bestem Herzen und Gewissen, und ich bin da voll dabei, dass die doch mir irgendwie so erscheinen, als hätten die irgendwie so einen Retro-Aspekt. Ja, wir wollen so zum Bürger und die Kommune wurde erwähnt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir dabei nicht mitdenken, wie bei Benjamin, der Engel der Geschichte, ja, der nochmal irgendwie so über die Schulter guckt, während er von irgendeinem Fortschritt schon nach vorne getrieben wird. Und wir haben das noch nicht eingefangen, das meine ich. Ja. Und das, was wir dann noch nicht eingefangen haben, und allein der Begriff ist heute Abend noch nicht gefallen, ist die künstliche Intelligenz, von der keiner weiß, was das ist und ob das Ding überhaupt Intelligenz ist und so weiter. Diese technologischen Beschleuniger, um nicht zu sagen Brandbeschleuniger, von denen ja noch keiner weiß, was die mit uns machen, ja, und ob sie demnächst noch selber denken oder nicht. Also weil alles, was Sie gesagt haben, haben Sie ja gedacht in einem politischen System des 20. Jahrhunderts, wo es Menschenwürde gibt, Menschen, die denken, die souverän sind, die was entscheiden, die dahin gehen in einen Raum und so weiter und so weiter. Und ich habe nur den Eindruck, dass das nicht unsere Zukunft ist, sondern dass wir irgendwie über Walter Benjamin gerade im Engel der Geschichte sind und gerade nochmal zurückgucken auf etwas Schönes, wie wir es gerade schöner hätten, in dem Moment, wo wir irgendwie nach vorne gestoben werden, in irgendeinen Raum, den wir noch nicht fassen. Und deswegen ist es für mich also schon so wichtig, nochmal auch auf dieses Technologie, also das, was uns hier eigentlich treibt, während wir glauben, wir sind souverän, sind wir längst an Endgeräten, werden von Algorithmen gesteuert, und so weiter und so weiter. Und das muss ja in die politische Theorie dessen, was wir denken wollen, irgendwie rein. Also ich halte diese Bedenken für völlig begründet. Ich glaube auch nicht, dass das genau sozusagen diese Herren-Chiemsee 2.0-Variante ist sicherlich nicht das, ja auch in meiner Prognose, was die Lösung da bringt. Aber was man nicht gemacht hat, hat man nicht begriffen. Deswegen spricht alles dafür, es zumindest zu versuchen, um dann dabei zu lernen, warum es noch nicht die letzte Lösung ist, um das Problem tatsächlich beglückend aus der Welt zu schaffen. Wenn man es tut, kann man verstehen, was noch anders gemacht werden muss. Ja? Insofern kann ich Kritik dagegen. Meine Vorstellung ist immer als Sohn eines Kammermusikers, einfach so als Denksportaufgabe, wenn man sich an das Schreiben einer Verfassung begibt und das mit anderen gemeinsam macht, es fällt auf, dass die großen Symphonien, die wir in den Konzertsälen unserer Welt hören,
nicht von einer Arbeitsgruppe erstellt worden sind, ja? Sondern das waren immer Leute, die sich mit extremer Kompetenz und sehr, sehr langer Geduld hingesetzt haben auf ihrer stillen Kammer und das alles ausgearbeitet haben, damit es zum Schluss ein schlüssiges Konzept ist. Und dann klingt es auch schön. Und ich habe neulich, apropos künstliche Intelligenz, irgendwo was gefunden im Internet, wo jemand alle Geheimnisse der Fugen von Johann Sebastian Bach in einen Rechner einprogrammiert hat und dem dann mit künstlicher Intelligenz vorgegeben hat, nun komponiere einen Choral. Das kann man sich dann anhören. Das hören Sie nicht bis zum Schluss. Gott sei Dank. Ich stehe da übrigens total auf Ihrer Seite. Massenprodukte ist was ganz anderes, also durch viele Menschen was gestaltet, ist was anderes. Und Genialität umfasst eigentlich alles, was eigentlich wollen, aber durch ein Genie. Das ist tatsächlich der Fall. Und das Grundgesetz für mich ist auch nicht die Frucht der parlamentarischen, der Leute, die da mitgearbeitet haben, sondern vor allen Dingen von Carlo Schmidt, der die Grundsätze da hingetan hat. Und für mich ist es deswegen wichtig zu sagen, wir diskutieren nicht wild über die Inhalte des Grundgesetzes, sondern wir schauen, ob sie Artikel 1, Artikel 20 entsprechen. Das ist das Thema. Und wo sie es nicht und wo sie erweitert werden müssen, kommt von außen die Expertise. Das, also genau dieses Genialische, was am Grundgesetz ist, aufzugreifen und den Rest wegzublasen. Da ist so viel Unsinn drin im Grundgesetz, abgesehen davon, Artikel 2. Da will ich jetzt auch noch was zu sagen, ja, und das ist genau das gleiche Beispiel von Carlos noch vielleicht noch mal treffender. Ja, Sie können mit 5 Leuten an der Töpferscheibe keine Schale machen. Wenn also 5 Leute trinken wollen, muss einer die Schale machen und dann kann man da Wasser reintun und dann können 5 Leute trinken. Aber im Parlament wenn wir sagen, so, und das Problem, was wir diskutieren, ist, ob wir jetzt noch einen die Schale machen lassen oder die Schale mit 5 machen lassen sollten, irgendwie basisdemokratisch. Die intelligentere Diskussion wäre, wie wir sicherstellen, dass der eine, der die Schale macht und dann ist da Wasser drin, mit den anderen 5 noch teilt. Unser Problem heute ist ein wahnsinniges Verteilungsproblem. Und das hat sehr viel mit den Lobbyisten zu tun und so weiter. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, ich gieße Wasser in den Wein, ja. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir sozusagen zu den falschen Lösungen streben, die nicht der Grund für den Verfall der Demokratie sind. Der Verfall der heutigen Demokratie hat wahnsinnig zu tun mit der Refeudalisierung unserer Gesellschaft, mit dem, Entschuldigung für den derben Ausdruck, Abkacken der unteren Schichten, ja, mit einer Verteilungs- und sozialen Krise ohne Ende, einer Entkernung, einer auch republikanisch-sozialen Entkernung unserer Strukturen und so weiter. Dazu könnte man viele Ausführungen machen, ja, warum das so geworden ist. Wenn wir jetzt aber sagen, dieses Problem merken wir alle, weil die Gesellschaft ist aggressiver geworden und dies und das und jenes, muss man ja keinem erzählen, dass irgendwie nichts mehr stimmt oder die Bundesbahn fährt nicht mehr oder dies und wir sind alle unzufrieden und und oder Herr Mautgebühr und Gedöns und Cum-Ex bla, ja, dann ist halt trotzdem noch die Frage, löse ich das dadurch, dass ich jetzt 5 Leute an die Schale setze oder löse ich das dadurch, dass ich jemanden habe, der die Schale wieder allen zum Trinken hinstellt, ja. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen zögerlich, wenn es darum geht, dass wir nur institutionell abstrakt, also nur mit Blick auf, wie machen wir Herrn Chiemsee und sind da ein paar Leute im Wahlverfahren dabei, also wenn wir nur sozusagen diesen institutionellen Raum betrachten, ohne den sozioökonomischen Raum mit zu betrachten. Ja. Es ist am Ende kapitalgesteuert. Ich bin ja noch Politikwissenschaftlerin, auch wenn wahrscheinlich nicht mehr lange an der Universität Bonn. Aber also die wichtigsten Literaturen zu diesem Thema ist wirklich Capital, The Code of Capital und für Frankreich von, wie heißt er, Antoine Boucher, The Neoliberalization of the French Republic. Ja. Also sozusagen die Entkernung der Republik und damit der Verfassung durch das Kapital ist das zentrale Thema der, sozusagen des heutigen Blicks auf die verfassungsrechtlichen Strukturen. Und wenn das zentrale Problem ist, dann ist die Basisdemokratie nicht die Lösung. Tut mir leid für das Wasser im Wein. Nein, das ist doch wichtig, wir sitzen ja hier, um zu diskutieren, um Ideen auszutauschen. Ne? Genau. Und das ist ja auch, denke ich, Reis, das ist ja auch dein Ansatz, sonst hättest du ja hier nicht dich auch drauf gefreut. Es geht ja nicht, dass jetzt Ralf Zustimmung kriegt und sagt, ja, das ist die Lösung, das wäre ja auch zu einfach, sondern wirklich alles. Ich,
durchzudiskutieren. Kleinen Moment noch. Wir sind noch nicht ganz zu Ende, bis und dann kommt die Fragestellung. Aber Ralf, ich würde gerne wissen, was antwortest du, Ulrike? Also so auf das, was sie eben gesagt haben, sie den Wein, das Wasser, den Wein gießt nicht umgekehrt. Aber ich möchte Wein sein, wir sind doch in Deutschland an der Weinstraße. Genau. Also Ulrike und ich unterscheiden sich, Frau Giro und ich unterscheiden uns in einem Punkt ganz bestimmt. Ich bin Kanalarbeiter, sage ich. Und wenn ich nach oben gucke, dann kommt da immer was runter. Und das ist scheiße, grob gesagt. Wenn ich heute auf die Eliten gucke, sehe ich nur noch, und wer in den Eliten noch sauber ist, wird ausgeschieden. Das sieht man an ihnen. Also wir haben heute keine Eliten mehr, auf die man sich verlassen kann. Da bin ich dabei. Und da ist das Grundproblem, auf wen kann man sich jetzt überhaupt noch verlassen? Na, das Grundproblem ist, was sind die Prozesse der letzten 20, 30 Jahre, die dahinter stecken, dass das so ist? Genau, das hat mit dem Kapital ganz stark zu tun. Und ich will mal sagen, eine verfassungsklärende Versammlung aus meiner Sicht wäre nicht kapitalgesteuert. Nein, das hat zum Beispiel damit zu tun, machen wir das mal ganz präzise, ich finde das eine ganz wichtige Frage, warum wir heute sozusagen noch viertklassiges Personal haben von Leuten, die überhaupt Politiker werden wollen, ja? Weil nämlich alle, die gut verdienen wollen, sowieso nicht in die Politik gehen, während wir absurde Debatten darüber führen, dass alle, die da in der Politik zu viel verdienen, ja? Und dass alle, die qualifiziert sind, auch nicht in die Politik gehen. Das war aber früher mal anders. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich bin ja in den 90er Jahren, in den 80er Jahren habe ich mein Diplom gemacht, ja, und ich kann mich gut erinnern, dass wir so die erste Generation von Leuten waren. Ich war noch so in den 80er Jahren in diesem Ding, dass man irgendwie studiert und die meisten klugen Leute, wenn ich das mal so sagen darf, wenn die klug waren, wollten die irgendwie gut verdienen sowieso, aber die wollten auch irgendwie eine Position mit staatlicher Macht haben. Die wollten Intendant werden, Journalist werden, keine Ahnung. Ja, aber es ist ja viel interessanter, irgendwas zu machen, was noch mit der Öffentlichkeit zu tun hat, wenn man dabei auch gut Geld verdient. Das war so bis Ende der 80er. Dann kommen die 90er Jahre. Genau in diesem Bruch 90er Jahre ist diese Einkommensgeschichte, ja, wo wir bis dahin hatten wir Verteilung 1 zu 27 oder so, ja, auf einmal mit dieser ganzen Neoliberalisierungswelle haben wir bei Goldman Sachs, und das fing ja alles an mit der Wiedervereinigung, hatten wir Einkommensspreizung von 1 zu 250 und dann zu 1 zu 827, wie auch immer. Jeder, der klug war und irgendwie Familie, Frau, drei Kinder, SUV haben wollte, konnte das als Intendant vom WDR nicht mehr machen. Das war der Moment, wo die Klug einer Generation einfach abgewandert sind. Ich habe das wirklich gesehen in meinem eigenen Umfeld. Ja? Wir waren alle, waren die irgendwie vorher beim WDR und so, und dann kam das und dann waren die alle weg. Dann waren die CEO bei Mars oder was auch immer, wo die waren. Die meisten JP Morgan so. Das war Anfang der 90er Jahre. So, da ist ja was passiert. Wenn sie sozusagen aus ein paar Alterskohorten die Best Brains abschöpfen, weil sich das so auseinanderdividiert, ja, dann bleibt halt vierte Garnitur für alles, was öffentlich-rechtlich ist und dann eben auch Politik. 20 Jahre später sind wir genau da gelandet, gucken Sie nach Frankreich. Ich meine, da ist jetzt ein 34-Jähriger, ist jetzt irgendwie Premierminister. Ja. Ja? Da ist ja schon die Frage, gibt es da keinen anderen? Und was hat der denn jetzt für eine Erfahrung und so weiter? Und ich glaube, wir müssen diese Prozesse mitdenken. Also wenn wir das ändern wollen, dann geht es natürlich nach Charakter und so weiter, aber es geht auch darum, wie sozusagen, also im Prinzip dann diese Vergütungsstrukturen, wie das funktioniert. Ja. So, und dann haben wir natürlich korrupte Politiker, bin ich dabei. Ich finde auch, dass Herr Scheuer seine 250 für die Mautgebühr und diese blöde Unterschrift, dass der das vielleicht nur aus eigener Tasche bezahlen sollte. Hier Haftung bin ich total bei Carlos, ja, und bei vielen anderen mehr. Aber selbst ich habe noch, und so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber eine Erinnerung daran, dass in der Bundesrepublik in den 90er Jahren, wer war das, Herr Seiters, noch zurückgetreten ist wegen zwei Koffern, die auf irgendeinem Bahnhof umgestanden sind. Ja? Da würde man ja heute mal meinen, einmal die ganze Regierung zurücktreten, wenn das noch das Anstandsempfinden der Bundesregierung ist. Wegen Einkaufswagenchips. Einkaufswagenchips ist auch mal einer zurückgetreten, weil er seinem Schwager irgendwie eine Unterschrift gegeben hat. Er hat diese Chips für die Einkaufswagen dann verteilt. Da kam raus, dass der dem dabei geholfen hat. So, und insofern teilen wir die Analyse, ja, dass da irgendwas passiert ist an gesamtgesellschaftlichen Prozessen, die dazu führen, dass wir heute schlecht regiert werden. Und trotzdem müsste man mal hingucken, was das für Prozesse sind. Und Bildung. Wie auch immer. Ja, genau. Da ist natürlich, was ich so wichtig finde jetzt hier gerade an diesen Diskussionen,
Also was alles schief läuft, wissen wir ja. Ja? Und dass das Marode ist zurzeit oder schon länger, mein Gefühl ist, das hat nicht erst mit Corona angefangen. Nein. Aber seit Corona ist auf einmal was aufgebrochen. Du sagst die Finanzkrise oder Eurokrise, Schuldenkrise, wie es genannt wurde. Das hat dich geschockt eigentlich auch, was da passiert ist. Ne? Dass es auf einmal die faulen Griechen waren. Und das ist ja schon eine ganze Weile her. Aber können wir da mal bleiben. Also das war ja, wenn man da, also auch, da gibt es ja einen großartigen Aufsatz, kann ich nur jedem empfehlen, von Hauke Brokos, ist ein Politikwissenschaftler, der hat zum 90. Geburtstag von Habermas irgendwie einen Artikel geschrieben im Leviathan, Zeitschrift für Soziologie, The Big Gatsby. Ja? Und hat aus politikwissenschaftlicher Analyse geschrieben, was in dieser Bankenkrise passiert ist. Und im Grunde ist genau das passiert, was unter Ludwig XIV. Passiert ist, nämlich dass der König das Geld des Volkes verprasst. Ja? Und dann muss das Volk neues Geld anschaffen. Ja. So. Und die Bankenkrise war, dass wir mit Steuergeldern Banken retten, anstatt Banken pleite gehen zu lassen. Genau. Warum konnten wir es nicht pleite gehen lassen? Wir konnten sie natürlich, ich will ja auch nicht wie Frau Merkel da am Abgrund sitzen und sagen, Gottes Willen, was passiert dann, weil wir natürlich nicht trennen konnten, das Kapital von dem kleinen Geld von diesem Müller. Wenn wir das hätten machen können, ja, dann hätten wir natürlich dieses ganze Geldarmgeld einfach pleite gehen lassen müssen und trotzdem Lieschen Müllers Geld irgendwie retten können, das war nicht wirklich so. Und trotzdem liegt da natürlich, also ich erinnere mich sehr gut, dass an dem nächsten Tag bei mir im Kiez in Berlin hingen so Aufkleber, so ein Stoppschild, statt unter Stop Working. Weil in dem Moment war einfach klar, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Stop Working. Das hing in den Laternenpfahl während der Bankenkrise, hing Stop Working, weil es so klar war, dass die Bankenkrise die Macht zwischen Kapital und Arbeit komplett zerbrochen hat. Ja, das Kapital spielt rum wie Ludwig der 14. Stop Working. Ja? Genau, genau. Und das heißt, wir brauchen ja eigentlich Lösungen für die Zukunft. Ne? Also wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Und das können wir ja nur diskutieren, wir können Ideen austauschen und wie gesagt... Aber dann ist die Lösung von Ludwig dem 14. war Köpfe, ne? Nein, ich wollte nur mal sagen, historischen Vergleich, ja? Ich gehe ja davon aus, das was wir hier, nicht von der Aristokratie oder was weiß ich, sondern wenn ich jetzt hier von wir rede, dann gehe ich von wir Mensch auf, also wir als Team Mensch und wir wollen uns nicht gegenseitig köpfen. Nein, ich mache von außen. Ich will das nicht. Ja, Genau. Aber letztendlich ist es doch so, dass wir auch gemeinsam über das diskutieren, auch vielleicht zu Teillösungen oder erstmal neuen Ideen kommen. Und was ich erlebe, das ist für mich was ganz Neues gewesen, seit Corona, weil ich da natürlich auch erstmal geschockt war. Ich denke, was passiert hier und alles ganz komisch und was weiß ich. Und dann musste ich diese Maske und ich gesagt, nee, will ich nicht. Und dann haben sich überall regionale Gruppen gebildet. Also bei uns in Hildesheim ist das ziemlich großartig. Ja, wir sind jetzt mit vernetzt mit Hannover. Wir haben jetzt schon, dass wir was eigenes Kulturelles uns da schaffen, weil ja viele Künstler gar nicht mehr auftreten dürfen. Ne, Jens Fischer Bodegaard zum Beispiel, der kriegt ja keinen Auftritt mehr. André Krengel, der großartige Gitarrist, der in Wasserburg war, ja, der kommt jetzt zu uns, ja, am 16. März. Und ich glaube, da passiert ganz viel. Ja? Also da verändert sich ganz viel. Und das ist hier in Deutschland ganz viel. Ich weiß, im Kölner Raum passiert ganz viel. Eigentlich überall. Und vielleicht ist das ja in Europa auch so. Ich denke, ich weiß nicht, Frankreich gibt es halt auch, dass sich da regional was gebildet hat. Ja? Und natürlich sind wir nicht alle einer Meinung. Das wäre ja auch schlimm. Ja? Aber es gibt so was wie eine Gemeinsamkeit. Ja? Dass wir sagen... wir möchten gerne kreativ sein, wir möchten gerne selbstbestimmt sein und möchten nicht mehr von oben uns sozusagen aufdrücken lassen, was wir machen sollen und was nicht, sondern dass wir das schon selber bestimmen. Und ich muss sagen, ja, ist nicht einfach, ja, also weil da stoßen auch natürlich unterschiedliche Meinungen aufeinander. Es wird diskutiert und dann gibt es unfassbar viele Gruppen, die sich zum Beispiel mit Geld, Bitcoin, was weiß ich, interessieren, die sich... ja, Gradilo, das ist, scheint auch irgendwie sowas wie eine Regionalwerbung nicht. Was auch ich, also da gibt es Dinge, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und das macht mir Hoffnung. Ja, und deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Und so bin ich dann ja auch auf Ralf gestoßen. Ich dachte, wow, was für eine Idee. Ja, also was kann man da machen und wie kann man kreativ sein und gestalten und was ist in Europa überhaupt los, weiß ich nicht so genau. Und ich weiß noch nicht, du kommst aus dem Rheinland, hast du gesagt.
Ich meine, ist das, was? Ich auch. Das war bayerisches Panel, Berlin. Aber ich meine, bei dir ist ja, weiß ich nicht, was bei euch dann regional los ist, aber ich finde, da ist noch unglaublich viel Bewegung. Ja, da, nur Stichwort regional? Ja. Ja, also im niederländisch-luxemburgischen Dreiecksraum ist tatsächlich auch eine Regionalwährung am Start, und zwar in Bargeld, in Münzen. Ja, also das finde ich schon noch ganz wichtig. Ja, genau. Das ist ja tatsächlich das absolute Zeichen von Autarkie, dass man sich mit einer kleinen regionalen Währung komplett unabhängig macht, zum Beispiel auch von dieser Digitalisierung, Euro und so weiter und so weiter. Und ich finde, da könnte man wahrscheinlich nochmal hinkommen, weil das ist, ich glaube, über all dem, was wir an Basisdemokratie, Nicht-Einhaltung von Rechten und so weiter, schwebt eigentlich denn für mich der Topos der Refeudalisierung. Ja? Wir sind jenseits der Neoliberalisierung, wir sind längst in der Refeudalisierung. Und die Refeudalisierung heißt einfach, dass aus uns Bürgern, emanzipierte Bürger, gerade wieder Untertanen gemacht werden, ja, also über Barkus oder wie auch immer, in einer modernen Form, aber trotzdem Untertanen, und wir deswegen eigentlich keine Bürger mehr sind. Das merken wir und deswegen wollen wir da jetzt irgendwie drauf reagieren. Ja, ich glaube, es ist eine Reaktion darauf, dass wir eigentlich schon sehen, dass wir als Bürger entbürgert werden, ja, über diese Prozesse der Neoliberalisierung. Fängt übrigens an, haben Sie das schon bemerkt, also seit 10 Jahren fällt mir das auf, dass ständig irgendwie Leute sagen, sowieso, ja, ich durfte dann das und das machen, ja. Oder meine Studenten, wenn ich die gefragt habe, stellt euch mal vor in der Klasse, dann sagen die, ja, ich durfte da und da das Praktikum machen, ja. Dann sagen wir, wer hat dir das denn erlaubt? Ja, genau. Du hast doch das Praktikum gemacht. Also wir haben ja in unserer Sprache schon unsere Entbürgerlichung antizipiert, dadurch, dass wir uns seit 10 Jahren alle angewöhnt haben, dass wir ständig sagen, dass wir irgendwas dürfen, ja. Aber wenn wir etwas dürfen, muss es uns jemand erlauben. Und ich finde, wir müssen da raus. Und deswegen würde ich einfach nur so gerne dieses Thema der sozusagen der ökonomischen Kapitalstrukturen hinter dem, was wir hier diskutieren, so mitdenken. Ja, weil sie sind einfach massiv wichtig für das, was passiert. Genau. Und da muss ich auch sagen, Ulrike, das mit diesem Erlauben und Dürfen und so, das ist auch etwas, was ich sehr verwirrend finde, weil ich mich dann frage, woher kommt das? Und dann muss ich jemanden haben, der mir das erlaubt. Ja, das ist auch irgendwie, entweder ich tue es, also das sind immer so auch so Begriffe, wo ich auch Schwierigkeiten habe, auch allein aus meiner traumatherapeutischen Arbeit auch, ja, also da wird auch ganz viel dann so mit dem, ja, ich durfte und man hat wieder so, genau. Aber ich würde jetzt ganz gerne, wenn es euch recht ist, den Raum öffnen für Fragen, ja, dass wir jetzt einfach vielleicht hier, um das zu beschließen, es sei denn, es ist noch ganz wichtig, was wie ganz wichtig ist, was ihr loswerden müsst, sonst würde ich sagen, wo ist Stefanie? Genau. Ich bin schon unterwegs. Das wäre jetzt meine Idee, dass du die Fragen einsammelst und dann Ulrike und Carlos und Ralf die Fragen zur Verfügung stehen. Mehr noch Fragen jetzt? Oder das nur eine? Das weiß ich nicht. Wie. So. Also vielleicht noch. Ja. Fangen wir gleich mal an. Dann sehen wir, wie wir es machen. Wie ganz hin. Also meine Frage wäre, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir wären tatsächlich eine europäische Republik und hätten eine europäische, ja, Verfassung und auch eine europäische gewählte Regierung für alle europäischen Länder, was wäre dann die Amtssprache? Moment, sorry. Jetzt weiter. 1, 2, 3, ja. Sprachen sind ja, also eine Sprache ist ja eine Identität. Also ne, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass zum Beispiel hier in Deutschland, also ich bin viel unterwegs, weil ich im Vertrieb tätig bin, und mir ist aufgefallen, dass ich in Hotels, obwohl in meinem Pass ganz klar ersichtlich ist, dass ich Deutsche bin, dass ich grundsätzlich an der Rezeption in Restaurants von diesen großen Hotels auf Englisch angesprochen werde, zum Beispiel. Ich war jetzt vor kurzem auf einem Konzert. Die Moderation von diesem Konzert war auf Englisch, nicht auf Deutsch. Ne? Und das ist für mich so ein Einfluss, den ich merke, wo ich sensibel bin, wo ich denke, was ist hier los? Wieso sprechen wir nicht mehr Deutsch, wenn wir hier in Deutschland leben? Und deswegen meine Frage, wenn wir jetzt eine europäische Republik wären, wer legt fest, welche Sprache die Amtssprache ist? Weil das ist ja auch eine Form von Dominanz von dieser Sprache und damit auch von diesem Kulturkreis, wo diese Sprache, die dann gesprochen würde als Amtssprache, ursprünglich herkommt. Darum eine ganz schnelle Antwort. Also für mich wäre die Europäische Republik sozusagen die beste Strategie gegen die Amerikanisierung der europäischen Kultur, ja, der wir seit 40 Jahren unterliegen, und es tut uns nicht gut.
Und insofern würde ich überhaupt nicht sagen Englisch oder Esperanto oder sowas, sondern erstmal gibt es DeepL, Umberto Eco, Europa ist die Übersetzung. Das heißt, wir lassen alles zu. In Frankreich sind gerade Gesetze verabschiedet worden, dass auf Primärschule, also 4. bis 10. Klasse, da diese Erde so, wieder Elsässisch, Bretonisch und so weiter, Savoyanisch, alles eingeführt wird. Wunderbar, ja, also dann machen wir doch auch das Plattdeutsch, wo ich herkomme. Ich weiß nicht, ob das in Duisburg noch gesprochen wird, dann von die Mutter. Aber so, also wir können das alles zulassen. Ja, ich glaube, dass wir dann die Kinder auch verankern in Regionalsprachen. Und dass wir den Rest mit diesen ganzen KIs, da ist die KI relativ klug, also diese Übersetzungsdinger, das läuft ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass das Problem der Zukunft ist. In Duisburg kommt man mit Türkisch ganz gut durch. Arabisch! So, jedenfalls alles andere als Englisch wäre einfach sozusagen die Rückkehr zum Esprit Européen. Ja, Europa ist, Umberto Eco ist Übersetzung. Und das können wir hier. Ja. Dankeschön. Dann hatten wir hier noch eine Frage. Genau genommen zwei. Die eine zuerst an Herrn Gebauer, aber gerne an alle drei. Konkret in Bezug auf unser jetziges Grundgesetz. Artikel 7 heißt, wenn ich es also fast wörtlich im Kopf habe, das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, haben Sie das in Ihrem Vorschlag nicht abgeändert. Warum? Glauben Sie, dass dieser Inhalt so bleiben kann, wie er ist? Die gleiche Frage hätte ich an die beiden anderen, ob es dazu Gesichtspunkte gibt. Die zweite Frage bezieht sich auf dieses, was passiert da eigentlich im Hintergrund, was wir vielleicht noch nicht ganz verstehen, also wo Sie ja ziemlich intensiv drüber diskutiert haben. Und da wäre meine Frage so, was glauben Sie eigentlich, können wir überhaupt durch das demokratische Prinzip beantworten? Weil wir reden ja ständig über Abstimmung und ich glaube, eine große Frage ist, worüber können wir eigentlich abstimmen und worüber können wir gar nicht abstimmen, weil es ganz andere Lebensbereiche betrifft. Also in der Richtung zu suchen, würde mich sehr interessieren, ob Sie da Gedanken haben. Das war erstmal, das war Artikel 7, ne, was du gefragt ja, hast, genau, wegen der Schule. Genau. Ja, also ich will ganz kurz machen, ich gucke auch angstvoll auf meine Batterie, hier läuft die geht mir die Energie aus. Artikel 7, ich kann sehr gut leben mit der Vorstellung, dass die Schule unter der Aufsicht des Staates steht, weil ich mir vorstelle, wenn das nicht der Fall wäre, immer vorausgesetzt, dass es staatliche und private Schulen gibt und dass jeder da veranstalten kann, der Schule, was er will. Wenn das aber nicht unter einer staatlichen Aufsicht steht, ist meine Befürchtung, dass in manchen Schulen tatsächlich nur noch Klatschen und Singen unterrichtet wird und dass die überhaupt nicht mehr lesen oder schreiben lernen. Und die Grundelemente des Zusammenlebens, lesen, schreiben können, sich ausdrücken können, das muss einfach vereinheitlicht werden, so ein Grundstock an gemeinsamer Bildung, weil mir sonst die ganze Gesellschaft auseinanderfliegt. Und was in meinem Artikel 7 Vorschlag steht, ist auch eine strenge Verpflichtung des gesamten Lehrpersonals auf politische und weltanschauliche Neutralität, um an dieser Stelle Indoktrinationen aus der Schule herauszuziehen, wo sie nichts zu suchen haben. Der ganze Reichtum einer Gesellschaft fängt an in der Schule. Wenn die nicht mehr lesen und schreiben können, wenn die nicht mehr Kopfrechnen können, es lässt sich eben nicht alles googeln. Das ist meine Meinung. Da glaube ich natürlich ein Einwand, weil wir haben einen Analphabetismus, der ist unfassbar, trotz dieser Schule. Und da, Carlos, bin ich tatsächlich ziemlich anderer Ansicht als du. Weil, darf ich ganz kurz einwenden, ja? Weil die Idee, dass junge Menschen in der Schule, ausschließlich in der Schule, lesen und schreiben lernen, was de facto zurzeit gar nicht mehr der Fall ist, das halte ich für eine Illusion. Ich glaube, da bräuchten wir, aber da komme ich jetzt als Therapeutin natürlich mit ins Boot, da bräuchten wir eigentlich grundsätzlich, jetzt bin ich abgeschnellt. Ja, Mikro aus. Energie aus. Energie aus. Ja, da habe ich eine andere Erfahrung gemacht und das sehe ich tatsächlich anders und würde sagen, nee, das brauchen wir nicht mehr. Aber das wäre eine ganz, ganz neue Diskussion, die ich natürlich dann lieber mitführen würde und nicht. Ja, machen wir in zwei Wochen. Dann genau, machen wir in zwei Wochen. Entschuldige, dass ich jetzt, aber das war so mein Thema, wo ich also auch ein Stück für brenne. Genau. Ja. Ja, das Wichtigste dabei ist dann, dass wir uns davon verabschieden, dass die digitale Schule die bessere Schule ist. Ja? Also das ist ja hanebüchen. Das wäre wahrscheinlich hoffentlich auch dann im
seit 2030 irgendwie drin. Also wir wissen inzwischen aus Studien, die Schweden macht und so, dass Digitalisierung gezielte Verdummung ist. Also man kann ja das Handy mit 14 oder 15 als Instrument nehmen, so wie früher ein Taschenrechner, aber wir Zweijährige zum Wischen, die kriegen neurologisch, sind die so verquast, aus denen wird nichts mehr, die lernen nicht mehr schreiben. Ja. Das ist echt ein Problem. Also wenn man das zu jung hat, dann kreiert es Abhängigkeitsstrukturen, neurologische Abhängigkeitsstrukturen, einfach schon, weil das Internet keinen haptischen Raum mehr hat, weil wir alle ein räumliches Gedächtnis haben. Wenn wir ein Buch lesen, wissen wir, ach, das stand irgendwie im letzten Drittel und diese ganzen Sachen. Also da. Ja, aber da merke ich halt, da müssten wir wirklich neu diskutieren, weil lerne ich auch ganz viele Einwände aus meiner traumatherapeutischen Praxis, weil ein kleiner Mensch nicht konzipiert ist für so ein Gerät. Da muss man gucken, was stimmt denn da im Großen und Ganzen nicht, dass kleine Menschen auf diese, wie du sagst, Endgeräte fokussiert sind. Aber das wäre eine total neue Debatte, sehe ich komplett anders, weil ich auch andere Erfahrungen gemacht habe und das ist Kompensation. Ja? Also wenn man diese Geräte braucht, und Kinder glaubt, Kinder würden nur noch davor sitzen und nichts anderes mehr machen wollen, dann stimmt das definitiv nicht, es sei denn, sie müssen mit irgendwas kompensieren. Aber das wäre eine komplett neue Diskussion, die wir, glaube ich, hier jetzt nicht führen können. Genau. Aber insofern es in der Schule um die freie Entfaltung der Persönlichkeit geht, da finde ich es schon gut, dass tatsächlich, ich würde mal sagen, eine Art von Kontrolle da ist. Dass eine Schule nicht, ich will mal sagen, zum religiösen Kader wird, wo man nur noch Liebe lernt oder irgendwie sowas, das ist ja alles möglich und so weiter. Da finde ich, also, dass es wirklich die Garantie ist, freie Entfaltung der Persönlichkeit zu betreiben und nicht was anderes, nichts Ideologisches, nichts und so weiter. Da fände ich eine gewisse Einschränkung gut. Die Frage ist, ob was heute in der Schule passiert, damit zu tun hat. Die Frage ist extrem wichtig, nämlich es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie das reine Fall der Persönlichkeit. Es ist eine Zurichtung zu einem System, welches genau genommen schon längst abgekackt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war genau die zweite Frage. Genau, das war die Frage, für was können wir überhaupt abstimmen? Also diese Hintergrundfrage, was ist da vielleicht noch ein Hintergrund, muss das nicht so richtig zu fassen kriegen, sodass wir wirklich neue Visionen haben können. Und ich glaube, es hat damit zu tun, worüber können wir überhaupt abstimmen? Aber vielleicht ist es allgemein. Nein, das ist die Frage, wir stellen uns häufig die Frage, wer stimmt ab oder mit welchen Mehrheiten wird abgestimmt, aber in Grundrechte ist nicht abzustimmen. Ja? Das ist der Punkt. Genau. Naja, und trotzdem werden Sie ja dann genau dann unterspült, wenn Sie jetzt hier in globalen Governance-Strukturen Pandemiegesetze haben und damit natürlich Grundgesetze, Übergriffigkeit auf den Körper, Artikel 2 de facto entkräftet werden, weil nicht darüber abgestimmt wird, weil die Entscheidungsstrukturen auf der globalen Governance-Ebene eben nicht mehr sich im Bundestag vollziehen. Ja? Also da sehe ich schon also eine große Gefahr, wer eigentlich über irgendwas abstimmt. Das ist ja nicht mehr klar, also es ist ja Teil auch der Agenda, dass also sein Leben wir seit ungefähr 20 Jahren nur noch von Government sprechen und nicht mehr von Government, ist die Frage der Accountability nicht mehr geklärt. Das ist das Problem. Ja, also, und das war ja auch die Strategie. Also die Strategie von Government zu gehen, hatte ja das Ziel, dass die Accountability, wer ist eigentlich zuständig, oder dass diese Zuständigkeit den Parlamenten entnommen wird und in was auch immer, NGOs, WHO und so weiter ausgelagert wurde. Und seitdem haben wir Government-Strukturen, die Netzwerkstrukturen sind, die aber eben nicht mehr parlamentarisch, konkret im Sinne von Accountability oder Haftung, wie Carlos das formulieren würde, zuordnen sind. Es ist ja absolut verräterisch, dass der Generaldirektor der WHO demnächst Pandemien ausrufen soll und sich über alles hinwegsetzen wird, aber auch nicht verantwortlich ist. Ja? In dem Moment, haftet dafür, dann bin ich halt sofort dabei. Ja, dann verklage ich ihn beim Amtsgericht in den Beruf und dann werden wir mal sehen. Sorry, oh, ich habe noch eine Zwischenfrage hier. Achso. Ja. Hallo, mein Name ist Anja, ich komme aus Rostock, bin mit dem Jens hier und ich habe weniger eine Frage als vielleicht, dass ich noch mal einen Schwerpunkt unterstreichen möchte, nämlich, das ist hier teilweise eine sehr technische Diskussion schon oder eine sehr intellektuelle und ich wollte daran erinnern, warum ich jetzt hier bin, zum Beispiel in der Jens oder so, das wäre heute hier, wenn ich die letzten Jahre nicht erlebt hätte, die wir erlebt haben. Und wir sprechen davon,
warum konnte das geschehen mit unserem Land? Warum hat das Grundgesetz da so versagt? Ich rede davon, dass wir unsere Kinder, Enkelkinder einem gentherapeutischen Experiment unterzogen haben, dass junge Menschen beim Sport plötzlich tot zusammenbrechen, dass wir in einen Krieg getrieben werden jetzt oder Kriege wieder möglich sind in unserem Land. Und da frage ich mich, also warum konnte das passieren, warum hat unser Grundgesetz so versagt? Und ich fand das gut vorhin, dass wir gehört haben, irgendwie, dass wir im Prinzip unser Menschsein vielleicht auch wieder neu verhandeln und dass wir da vielleicht mutiger und größer denken. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, also, dass wir uns wünschen eigentlich, dass wir sozusagen, also es hängt ja alles miteinander zusammen, das Geldsystem und so weiter, dass das alles so funktionieren konnte und dass wir vielleicht nicht so in diesem kleinen Rahmen, den wir so vorgefunden haben in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten weiterdenken, sondern vielleicht einfach erstmal rumspinnen und schauen, wie wollen wir eigentlich leben zusammen? Was soll uns denn auch verbinden? Und das würde ich mir noch ein bisschen wünschen in der Diskussion. Danke. Ja, aber es hat ja nicht das Grundgesetz versagt, sondern diejenigen, die sich die Verpflichtungen fehlen sollen. Ja? Also die Gesellschaft hat versagt, das ist ja das Problem. Also es hätten ja alle aufstehen können, es hätte keiner mitmachen müssen. Aber es ist halt, wenn Sie es biblisch nehmen, wie bei der Kreuzigungsszene, bevor der am Hahn dreimal kräht, wirst du mich verraten haben. Ja? Also so. Und da ist ja was dran, oder die Marxisten sagen, linientreue Beweislinie in der Kurve, ja, wenn alle abdrehen, dann laufen nur einige vor die Wand, das sind wir gewesen, wir haben es ernst gemeint mit dem Grundgesetz, deswegen sitzen wir jetzt im Keller, ja, die anderen haben weitergemacht, ja, und das, also da könnte man jetzt lang drüber philosophieren, warum das passiert ist, aber das sind wirklich menschliche Verhaltensformen, also Mutlosigkeit, Existenzangst, wie auch immer. Und da muss man das suchen. Also das Grundgesetz hat nicht versagt. Das steht immer noch auf dem gleichen Papier wie vorher. Die Verwaltungsgerichte haben das ganz zentral. Die Universitäten haben ganz zentral versagt. Die Medien haben ganz zentral versagt. Aber die Medien sind auch Leute, die da sind. Die Verwaltungsgerichte sind Richter, die da sind. An den Hochschulen sind Professoren, die da sind und so weiter. Das heißt, die eigentliche Frage ist, warum, wenn der Hahn dreimal kräht, die meisten Leute vorher abbiegen. Ja, also das, im Zweifelsfall hätte es geheißen, machen wir es mal punktgenau, es hätte geheißen, dass wir sagen, da ist dieses Virus, es werden Leute sterben, wir halten trotzdem nicht die gesamte Gesellschaft auf, die sterben, sterben, wir begraben sie in Würde und dann machen wir weiter. Das heißt, die Gesellschaft hätte schultern müssen, dass sie sozusagen die Demokratie über das Virus stellt. Und das haben wir halt nicht getan, weil wir Angst vor dem Tod haben. Okay. Die Menschen waren da auf der Straße. Moment, wir haben hier eine Frage, die würde ich gerne weitergeben jetzt. Ich glaube, Ralf, du wolltest auch noch was sagen, habe ich das richtig gesagt? Ja, ich hätte auch viele Punkte, was du sagst. Moment, das Thema ist ja heute Abend Demokratie und die Frage ist für mich aber, oder Staat. Ich glaube, es ist doch so, dass die vorherrschende Demokratie oder dass der Staat letztlich noch vor und über der Demokratie steht. Und von daher stellt sich die Frage, ob wir nicht noch mehr über Staat und Staatsform reden müssen. Gäbe es überhaupt noch einen Staat, wenn wir kein Finanz- und Wirtschaftsministerium hätten? Also das Thema Demokratie, also direkte Demokratie ist ja auch bei uns ein Thema. Ne? So, findet seine Grenzen an den Menschenrechten. Die Besonderheit, wenn man Demokratie ins Grundgesetz einbaut, direkte Demokratie oder mehr Volksabstimmung, findet nicht das statt, dass man über alles abstimmen muss, sondern die Grundrechte sind nicht abzustimmen. Die muss jeder selbst für sich bestimmen, wo er steht. Und das System muss so eingerichtet werden, dass die demokratischen Rechte immer da sind. Heute gilt statt Grundgesetz Staatsräson. Ich kann ganz deutlich sagen, in allen Ämtern, die werden auf Staatsräson gebürstet und nicht mehr auf Grundgesetz. Grundgesetz ist ein feines Thema. Wenn ich mit Grundgesetz ankomme, werde ich als Rechtsradikalen, als Nazi inzwischen bezeichnet. So in der Richtung. Und das muss weg. Und die Menschenwürde muss ins Zentrum. Und die Menschen, die Freiheitsrechte müssen ins Zentrum der gesamten Welt, Staatsordnung kommen. Und der Staat darf nichts über die Menschenrechte sagen. Die Menschenrechte gehören uns. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, gehört dem Kind und nicht dem Staat. Der Staat hat da nicht reinzureden, und zwar bei sämtlichen Menschenrechten. Und die dürfen auch erweitert werden müssen. Die müssen auch erweitert werden, abgesehen davon. Und der Staat hat nur eine Dienstfunktion. Also nicht der Mensch muss in den Staat passen, sondern der Mensch muss
Der Staat muss zu den Menschen passen. Das ist die Geschichte. Das ist auch bei sämtlicher Demokratie. Es gibt keine Demokratie, es darf keine demokratischen Entscheidungen geben, die Menschenrechte einschränken. Das ist ganz wichtig. Und da ist die Grenze der Demokratie absolut gegeben. In der Wirtschaft ist ja auch Demokratie. In der Wirtschaft ist die Demokratie aber so, ich stelle ein Produkt hin und wenn es viele kaufen oder je mehr es kaufen, das ist ja auch eine demokratische Entscheidung, wer kauft. Aber das ist nicht eine demokratische Entscheidung, wo lauter Leute, die von nichts eine Ahnung haben, sich hinsetzen und wir sagen und wir wählen jetzt oder wir entscheiden, was da gemacht wird. Ja, sowas. Also wir haben, das ganze demokratische Ding hat ja ganz viele Seiten. In der Wirtschaft ist Demokratie was anderes. Das entscheidet der Kunde. In der Politik ist es wieder was anderes. Da entscheiden ein paar Leute, die was verstehen. Aber nie darf Demokratie in die Menschenrechte eingreifen. Und nie darf ein Staat über den Menschenrechten stehen, sondern der hat die Menschenrechte zu schützen und im Rahmen der Menschenrechte überhaupt nur zu agieren. Alles andere ist aus meiner Sicht verboten. Und ich bin schon eine kleine europäische Verfassung, wer soll sie einrichten? Das ist, war das jetzt von dir eine Frage an Ulrike? Das war eine direkte Frage, weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich lese, was zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention, ich könnte schreien, wenn ich das lese. Darüber erzähle ich nachher mit Ihnen persönlich. Genau, könnt ihr vielleicht das erstmal gibt es hier, Stefan, die sind noch Fragen. Ja, hier ist noch eine Frage. Ja, und zwar geht es ganz konkret immer um den Begriff Kapital. Also ich bin der Meinung, die Medien müssen komplett vom Kapital getrennt werden. Ohne das sind Abstimmungen gar nicht möglich. Weil Menschen können nur über etwas abstimmen, wenn sie korrekt informiert werden. Und da bin ich medisch den hartesten aller Wege. Jeder gibt 1.000 Euro in den Topf, der gehört nur der Presse. Wer dagegen verstößt, sitzt ein Leben lang im Knast und kommt nie wieder raus. Das ist die klare Antwort auf das, was die uns getan haben. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist also ohne dass man korrekt informiert wird, kann man nicht abstimmen. Und die Medien sind, entschuldigen, wenn ich das so hart sage, Propagandisten und keine Journalisten mehr. Das ist für mich die klare Antwort auf Trennung von Kapital und Entscheidung. Ich werde dazu wissen, wie Sie dazu stehen. Ja, also in den 80er Jahren gab es ja mal die Taz, die hat als Genossenschaft angefangen und die haben eigentlich genau das gemacht. Das war ja lange Zeit mal so ein gutes Blatt, ne? Da konnte man Anfang der 80er Jahre noch so Überschriften lesen und Waffen für den Ecuador oder was, ja. Nein, Scherz beiseite, klar, aber dann eigentlich war das ja auch die Idee des öffentlichen Rechtes, ne? Dass wir Gebühren machen, um denen von der Werbung freizuhalten. Das war ja die Idee, dass das sozusagen gekapert wurde. Gibt, das bin ich auch bei Ihnen. Aber eigentlich war das ja die Idee, dass wir einen öffentlichen Rundfunk haben, der von diesen Kapitalstrukturen frei ist und noch ein bisschen moderiert. Ich meine auch, man könnte das natürlich wählen, ja, den Rundfunkrat. So, jetzt ist die Frage, wie wir gekaperte Systeme sozusagen wieder freikriegen. Weil ich bin auch nicht unbedingt überzeugt, dass das Problem mit einer Presse, die von Werbung und so weiter, dass es dann besser ist. Ja? Also ich bin eigentlich ein Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich frage mich halt nur eher, warum man gekapert wurde und wie man den wiederkriegt. Aber ich wollte noch mal eine Sache sagen zu dem hier, wir haben doch demonstriert. Wer hat denn demonstriert? Natürlich haben viele Leute demonstriert. Aber ungefähr, ich würde mal sagen, 95% waren satt, einfach bereit, die Freiheit auf den Tisch zu legen für ein Virus. Und da gibt es überhaupt nichts zu deuten. Das ist so. Und solange das so ist, können wir über Grundgesetz und über Basisdemokratie und so weiter, wenn Demokratie ein Wert ist, ja, dann müssten wir als Gesellschaft wieder lernen, dass man für Werte stirbt. Und das haben wir ja vergessen. Und das wollen wir nicht mehr. Können wir jetzt lange darüber diskutieren, ja? Aber das ist genau juvenal. Also betrachtet es als die größte Torheit, diejenigen Dinge über das harte Leben zu stellen, für die es sich zu leben lohnt. Ja? Und das ist dann Freiheit, Demokratie und was auch immer juvenal dann aufführt. Wenn wir das sozusagen nicht mehr bereit sind zu tun, dass wir über die Dinge, für die es sich zu leben lohnt, nämlich Freiheit, dass wir nicht mehr bereit sind, buchstäblich juvenal dafür zu sterben, ja, dann
dann halt nicht. Und dann landen wir halt da, bis wir im Sommer 2021, fand ich super spannend, ja, ein bisschen Bundesliga, wurde kurz aufgemacht für 3 Wochen. Also wir, Klopapier, Bundesliga und das Leben der Bundesdeutschen ist komplett happy, aber wir regen uns auf über die DDR, wo das ungefähr so war und sagen, das ist aber eine Diktatur. Ja? Da ist auch die kognitive Dissonanz zwischen dem, was wir selber als Bedürfnisbefriedigung hatten und womit wir jetzt alles doch keiner aufgestanden für die Freiheit, das will ich damit sagen. Und gleichzeitig sind wir immer noch in der kompletten Überheblichkeit gegenüber der DDR, wo es so ungefähr war und wir große Vorbehalte machen. Ja. Und das, ich will nur sagen, dass das schlimm war, das teilen ja alle in diesem Raum. Meine Kinder teilen es nicht. Es gibt halt irgendwie 90% der Leute, die das nicht als schlimm empfunden haben. Also was ist denn da passiert, dass 90% der Leute diese kolossale Abschaffung der Freiheit nicht als schlimm empfunden haben und dass sie nicht hier sitzen und mit uns darüber diskutieren wollen, warum das schlimm war und warum wir das besser nicht nochmal machen. Da ist irgendwas zu holen, was ich auch noch nicht verstehe. Also wir müssten uns agnostisch eigentlich erstmal klar machen, dass wir eine Minderheit sind, aktiv und so weiter, umtriebig in jeder Hinsicht, aber doch eine Minderheit, dass der größere Mehrheit dieser Gesellschaft, mit der wir in Frieden leben wollen, unser Bedürfnis nach Freiheit offenbar so nicht teilt, sondern eher bereit ist, für heute dies und morgen das, die Freiheit auf den Tisch zu tun und dann auch noch super Argumente dafür findet, warum das notwendig ist. Und da liegen doch richtige Diskussionsbausteine begraben. Ich kann Ihnen das nicht auflösen, aber mit Basisdemokratie lösen wir das sicherlich nicht auf. Ja? Weil wenn wir es mit Basisdemokratie auflösen würden, wären wir die Verlierer. Ja. Dann geht es ja auch genau wieder los. Ja? Das ist wunderbar. Also das ist ja genau das Problem. Dann haben wir die 90%, die da sitzen, nee, pass auf, dieses Virus und jetzt also mit dem CO2-Footprint, also jetzt mit und so. Und insofern möchte ich nur doch nochmal immer wieder ins Feld führen, ist jetzt die Basisdemokratie die Lösung gegenüber dem, was wir erlebt haben und fürchterlich erlebt haben. Und deswegen meinen wir, müssen alles anders machen. So, jetzt sitze ich in der Zwickmühle, ich habe eine neue Wortmeldung und er wird geantwortet. Die Dame in Rot darf entscheiden. Da drüben sind aber auch noch 2 Wortmeldungen, jetzt wird es eng. Genau. Ja, und das Essen ist warm. Also, gehen wir mal an die neue Wortmeldung. Ja, wir müssten vielleicht gucken, wie lange, dass wir sagen, bis 15:15, Stefanie, dass dann auch, ja, also dass ne, so die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Sonst können wir sicher den ganzen Abend noch. Wir können morgen noch. Bis morgen. Wir haben ja nachher noch Gelegenheit beim und nach dem Essen. Genau. Guten Abend, mein Name ist Frau Kittel und ich habe alte Menschen betreut und davor bewahrt, dass sie im Krankenhaus und ihre Angehörigen sterben mussten während der Corona-Krise. Und ich weiß von vielen Menschen, die hatten zu viel Angst, sich gegen das, was geschah, aufzustellen. Und ich weiß von vielen Menschen, von alten Menschen, von sehr alten Menschen, sie sagten, so fing es bei Hitler auch an. Sie haben gespürt, als wir vom Gemüsehändler in der Schlange stehen mussten im Winter und nur einzeln da in diese Scheune, in diesen Verkaufsraum durften, hat ihre Intuition ihnen gesagt, hier ist was ganz Schlimmes im Gange, was wir schon mal erlebt haben. Und andere gab es, die sich, wie meine Eltern beide studiert, ja, also Intellektuelle, sie haben als Kinder den Krieg erlebt, sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass die Medien und die Politiker, die sie gewählt haben, sie derart belügen könnten. Und ich sehe es so, und weil so gesprochen wird, man weiß nicht genau, was dahinter ist. Wir sind ein besetztes Land. Ich komme aus einer Gegend, wo unglaublich viel Militär ist, zwischen Eifel und Rammstein. Ja. Und ich habe vor Jahren schon mitbekommen, dass die Wolken am Himmel künstliche sind. Und es gibt das Projekt Owning the Weather Until 2025. Ja. Wir sind einer übermächtigen Finanzelite, wie ausgeliefert. Und was Sie sagten, Frau Böhrow, das stimmt. Man muss den Mut haben, für die Freiheit zu sterben. Haben Sie den Mut? Ich denke manchmal, ich setze mich wohin und gehe in Hungerstreik. Es ist eine ganz schwierige Situation. Wir können hier diskutieren und können sagen, ja, das ist kein Weg. Wir müssen irgendwas probieren, aber das Wichtigste ist, ich meine, ich
bezeichne mich nicht als Querdenker, mehr als Freidenker. Die haben was auf die Beine gestellt, aber es wurde vollkommen falsch darüber berichtet. Eine Person, die das, der Michael Baltik, der war 9 Monate in Haft. Es gab viele, ja, ich ende jetzt damit. Ich glaube, das ist so eine umfassende Geschichte. Wir sollen zu Sklaven gemacht werden. Ja, wissen wir das. Ja, es ist die Frage, was kann man tun? Ja, und ich habe, ja. Da gebe ich jetzt mal Antwort. Ganz einfach, man kann sich zusammentun. Man kann Räume schaffen, man kann Leute einladen, man kann Friede stiften, man kann Herz stiften. Genau das tun wir hier. Wir können mal im Moment nicht machen. Wir können uns intellektuell miteinander verbinden, vernetzen und das Beste hoffen und einfach tun. Jetzt geht man doch hin hinaus, hat doch jemand eine Frage. Ich gebe es gleich weiter ins Mikrofon. Ich wollte kurz bei Frau Büro noch kurz intervenieren, das hat nicht geklappt, aber es hat gerade noch jetzt dazu gepasst. Und zwar ist das Hauptproblem des Widerstandes, der gekommen ist, der da war, ist ja unterdrückt worden durch die erwartbaren Repressionen. Das, was Sie gerade sagte, Herr Ballweg als Muster. Man bestrafe einen und erziehe die meisten anderen. Und das ist ja quasi massenhaft passiert. Ich glaube, die Leute hatten einfach nur Angst, sich zu engagieren auf eine Art und Weise, die effektiv gewesen wäre. Und dadurch ist die kritische Masse nicht erreicht worden. Bin ich ganz bei Ihnen. Also ich habe ja immerhin schon mal meinen Job, wenn auch noch nicht mein Leben verloren. Schwer genug. Aber genauso, ja. Und so funktioniert es ja. Also was. Die staatlichen Strukturen haben es ermöglicht. Das ist ja die Kernpunkt, das ist ja das Kernproblem. Die staatlichen Strukturen sind die Strukturen der Menschen, die staatlichen Strukturen bedienen. Ich glaube tatsächlich, dass die Jurisprudenz komplett versagt hat und sich unterworfen hat. Ja, aber wir sind ja im Jurisprudenz. Das ist der Richter da, der Richter da, der Richter da. Das ist ja nicht irgendwie ein Avatar, der da sitzt, ja. Sondern das sind schon Leute auch. Das ist das berühmte Böcken-Förde-Diktum, dass der Staat, die schönste Organisation, kann nicht ihren eigenen Bestand sicherstellen, wenn sie nicht getragen wird von einer Überzeugung der Menschen, die sie ausmachen. Ja? Und auf diese Überzeugung muss man hineinwirken. Ja? Deswegen sitze ich ja am Wochenende auch in Neustadt und rede und sage, man muss diese innere Haltung entwickeln und sie im Gespräch mit vielen, vielen Menschen immer wieder weitergeben und sagen, macht euch diesen Gedanken und lebt Demokratie. Du wolltest noch was sagen? Okay, Stefan, ja klar. Ich wollte noch was sagen. Dann machen wir noch 2 Fragen, aber dann so langsam sind wir ja essen kalt. Genau. Es riecht doch schon gut. Ja. Genau, ich habe gerade schon, der Wein wartet. Ich hab jetzt wirklich vermisst, eine Frage, wer ist überhaupt der Souverän? Wir tun ja immer so, oder das wird so gesprochen, wie wenn das eigentlich klar wäre, dass wir alle der Souverän sind, aber wenn wir sogar unsere Politiker noch nicht mal mehr als Souverän sehen können, wer bestimmt? Ja, und wer ist derjenige, der da bestimmt? Wenn wir sehen müssen, wie zum Beispiel so ein Scholz beim Bein steht und der einfach über ihn wegredet in Nord Stream 2 und der sagt gar nichts, ja, und so ist das durchgehend. Wo ist unsere Souveränität? Was haben wir für Freiheitsgrade? Das haben wir, glaube ich, ansatzweise schon so ein bisschen behandelt. Ich sage nochmal, also die Souveränität ist ein schwieriger Begriff. Sie am König, am Staat, am was auch immer folgt, das zu machen, führt alles letztlich irgendwo in die Irre. Weil natürlich das Volk immer nur als abstrakte Größe irgendwie vorkommt. Ja? Deswegen ist der Rechtsstaat eigentlich das, dass sich alle unter das Recht begehen, also unterwerfen. Ja? Also, so. Und das ist nochmal was anderes, als die Vorstellung einer Souveränitätsübertragung zu haben, dass da einer ist, der sozusagen für die anderen macht. Das haben wir eben diskutiert. Ja? Also Delegation von
du musst für mich entscheiden im Parlament und so weiter. Der Rest, von dem Sie sprechen, würde ich einfach mal sagen, hat mit der Souveränität als politikwissenschaftlichen Begriff nichts zu tun. Es hat aber was damit zu tun, ob ich gerade Schultern habe und de Gaulle bin, der meinetwegen da in Quebec steht und sagt, vive le Québec libre, ja, und dann gleich nach Algerien fliegt und auch nochmal sagt, vive l'Algérie libre, ja, und der das einfach macht und vorher von niemandem dazu eigentlich beauftragt wurde, dass er jetzt gerade mal Quebec und Algerien befreit, aber der einfach ein großer Staatschef war, Haltung und Anstand hatte und deswegen auch einer der ganz Großen ist, ja. Aber das hat jetzt mit Souveränität, wenn Sie es auf diesen Begriff reduzieren, erstmal nichts zu tun. Keiner hat de Gaulle die Souveränität gegeben, das zu tun. Er wurde nicht instruiert, er hat es einfach gemacht. Ja? Und das sind dann, ich glaube, de facto sind das die Leute, die uns in Erinnerung bleiben, weil die sich in einem entscheidenden Moment der Geschichte einfach so verhalten, wie wir uns das wünschen und die es dann auch tun. Deswegen können wir die alle an einer Hand aufzählen, so viele sind es nicht. Dann nehmen Sie noch Mandela dazu oder wer mir jetzt gerade einfällt. Aber es hat originär mit dem Begriff der Souveränität jetzt definitorisch nichts zu tun. Vielleicht sollte man fragen, wie Forrest Gump: Souverän ist der, der Souveränes tut. Genau. Weil noch kurz. Und da muss ich unbedingt was dazu sagen. Heute schwindet die Souveränität der Staaten und wird an supranationale oder sogar an internationale Dinge ausgereicht. Ne? Die WHO sagt demnächst, was los ist, der WES sagt auch schon viel, die EU sagt was, obwohl sie in keiner Weise eine verfasste Geschichte ist und in keiner Weise irgendwas Demokratisches anrichtet. Da wird die Souveränität heute abgegeben, unsere Politiker haben fast gar nichts mehr zu sagen, sondern die setzen nur noch um, was von der EU kommt. Alles andere ist nur noch, die sind... Die wirkliche Frage wäre gewesen, wenn der Staat die Souveränität nicht mehr hat, dann muss man sie abgeben. Aber gibt man sie nach oben ab oder nach unten? Das Thema ist, jetzt kommt das Geldthema, bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre die Möglichkeit, jeder sagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist Streichgeld jeden Monat frisch in die Tasche. Und dann kann man sagen, macht ihr doch, was ihr wollt. Ich muss nicht mitmachen. Das ist der Punkt an der Geschichte. Und deswegen würde ich persönlich sagen, bedingungsloses Grundeinkommen ist die Souveränität nach unten abzugeben, verbunden mit einer echten Volksabstimmung. Dann haben wir die Souveränität da, wo sie hingehört. Und die ganzen Eliten, die können... Also darf ich mal sagen, ich glaube, das ist komplett illusorisch, ja? Weil wenn Sie heute die Grundeinkommen durchsetzen, dann kann ich Ihnen sagen, dass mit der nächsten Entscheidung, ja, sind die das Grundeinkommen haben, sind entrechtet. Das wird sich das Kapital einführen. Ich würde jetzt gerne, weil sonst machen wir eine ganz neue Debatte auf. Trotzdem ist mir das wichtig. Ja? Es ist eine Illusion, dass Sie sozusagen sagen, dass sie da permanente Kapitalzuflüsse haben an Leuten, die bedingungslos Geld bekommen und die nichts tun. Die nächste Entscheidung wird dann sein, dass diese Leute auch nicht mehr mitstimmen. Und es ist ja schon gesagt worden. So. Das ist aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist wichtig zu verstehen, dass wenn Sie glauben, dass Sie sozusagen inkonditionell vom Kapital Geld bekommen, als bedingungsloses Grundeinkommen, wäre meine Wette top, die Wette gilt, 6 Flaschen Méchandon, in der übernächsten Abstimmung wird entschieden, dass die dieses Grundeinkommen bekommen, nicht mehr zur Wahl gehen. Das kriegen alle. Bedingungsloses Grundeinkommen kriegen alle. Ralf, trotzdem würde ich das gerne jetzt, weil das ist eine ganz, ich weiß, dass du dir da sehr viele Gedanken das selbst ausgabst. Genau. Aber da denke ich mal, da können wir eine neue Podiumsdiskussion. Das würde ich jetzt hier wirklich zu weit führen. Ich habe ja einen Kompromissvorschlag gemacht in der Debatte. Ein Kompromissvorschlag? In dieser Debatte. Mein Kompromissvorschlag war bedingungsloser Grund-Porsche für jeden. Ich würde jetzt gerne einfach so die Diskussion beschließen und mich nochmal ganz doll bedanken bei Ulrike, bei Carlos. Ja, das ist eine